Thank you.
So, moin, einen wunderschönen guten Abend, Levelüt, und der Stefan hat hier schon den vierten Monat reingeknallt. Vielen, vielen Dank, Stefan. Prime Sub läuft. Ein feuchter Kuss von mir auf Bauchis feuchten Nacken. Ich weiß nicht, was du gerade tust, ob du arbeiten bist. Nee, Urlaub hast du, glaube ich, ne? Vielen, vielen, vielen Dank für den fünften Monat. Alter. Dankeschön. Kartoffellauflauf. Moin. Jagger, Twitch. Moin. Grüß dich. Urlaub. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Bauri. Moin. Grüß dich. Schön, dass du gestern mal wieder dabei warst. War schön, dich mal wieder zu hören. Kobi, grüß dich. Moinsen. Luca86.1, Moinsen, Maler90, Moinsen, ich bin Tool, Moin, grüß dich, BWLS Gaming, Servus, korrupter Ender, schönen guten Tag, alte Kiste, naja, ich will mal nicht so sein, Moin, grüße dich, grüße euch, Hikob, Heiko, grüß dich, Moinsen, Benno, Moin, Daniel, wunderschönen guten Abend, Alrad, Martin, Moinsen, Stumpi, schönen guten Tag. Abend, alles geil, oh, wow. Oh, geil, geil ist das schon, ja, kann man machen, kann man haben. Farming Groups Benny, moin, grüß dich, den Ratte, moinsen. Mal eben kicken, ob das jetzt hier geklappt hat. Wird nicht angezeigt. Ah, dann warte mal, wie macht man das denn? Normalerweise müssen die, da muss man ja den LS-Dila, moin. Nee. Ich habe da gerade noch so ein Emote hochgeladen. Für so ein herzliches Willkommen, moin moin. Scheinbar ist er noch nicht freigeschaltet. Holzinger95, grüß dich. Moin, grüß dich. Oh, warte mal. Gut. John 93, 34, 43, wow. Moinsen. Speck und Schnittlauch zum Abendessen. Läuft. Blecki, vielen, vielen Dank für den sechsten Monat. Moinsen, grüß dich, sei willkommen. Grüß dich, Chefin ist da. Yo. Gibt Ärger. Gibt Ärger. Jungs, Levelüt, den Ratte, vielen, vielen Dank für den 13. Monat im Prime Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Und Klass 80 Sascha, schönen guten Abend, moin. Grüßt euch. So. Ja, dankeschön. Hype Train hier auf 94% Level 1. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Leute. Ich hoffe, das passt hier mit dem Mikrofon. Ich hatte letztes Mal das Gefühl, dass da irgendwie nicht ganz so richtig dran war. Da hatte ich einen blöden Sound. Also, ich bin dann
mochte ich nicht. Benni, hätte ich schon guten Abend gesagt. Korrupte Ende auf jeden Fall. Alles geil. Wie geht's euch? Wie läuft's bei euch? Wie seid ihr in die Woche gekommen? Wie sieht der Rest der Woche aus? Bergfest. Was gab's heute zum Essen? Und wie ist das Wetter? Ganz wichtig für den kleinen Smalltalk am Anfang, ne? Basti, grüß dich. Moin. So, Söderlede. Ich habe noch keine Mods im Ordner, denn wir haben heute, also ich habe mich noch nicht entscheiden können, ob wir heute Stoppelbruch machen auf den 63 oder 64 Hektar auf der MVP, um da quasi dann schon mal, man sagt ja, Restkorn nochmal auflaufen zu lassen oder keimen zu lassen. Oder ob wir auf der Rade quasi durch den Winter tüdeln. Also da ist der Herbst jetzt gelaufen, wir sind mit allem soweit fertig. Das heißt, es ist ein bisschen Hofpflege, ein bisschen Ordnung, es ist ein bisschen Tiere, es ist ein bisschen BGA-Füttern für Fiete. Es ist hauptsächlich zeitlich vorankommen, ne? Dass wir den Winter so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit wir im Frühjahr, und da freue ich mich eben ganz, ganz besonders drauf, dieses Agroforst-Projekt beginnen können. Wetter ist nass und schön angenehm kalt. Wetter in die Werkstatt zu gehen und einen Motor zu tauschen. Nikolaus, grüß dich. 0815 Bauer. Moinsen. VP, sagst du. Flo Driver, grüß dich. Rest der Woche langweilig im Gegensatz zum Samstag, weil da geht's auf die Jugendweihe beim Freund. Da zelten wir dann auch. Geil. Geil. Sehr, sehr geil. Über solche Geschichten hatte ich voriges Wochenende auch mal wieder sehr viel philosophiert. Habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Polziner, grüß dich. Rade bitte, sagt hey. Eine Frage ist die MVP 19, die vom ModHub. Ja, aber unsere Version ist ein bisschen geändert. Und beziehungsweise nicht die neueste. ModHub ist ja eine aktualisierte Version nochmal. Und Wetter angenehm kalt ist jetzt, fand ich sehr, sehr schwunghaft heute. Ich bin heute mal wieder vom Wetter ein bisschen gebeutelt worden. Mich nimmt das ja mal ziemlich mit, wenn da so ein schneller Wetterumschwung ist, dann reagiere ich immer direkt drauf. Bin ich sehr sensibel. Sehr sensibel. MVP-Server, das wären folgliche Maßnahmen. Diese alle. Urbi 64, grüß dich, Moinsen, Grober Gang. Bauri, Alter, saugst du hier meine ganzen Abos raus. Dankeschön für den Gifted Sub für Bassi, Alter. Es ist das erste Geschenk-Abo von Bauri auf diesem Kanal. Ja, na gut, muss auch das letzte, nicht das letzte. Egal. Dankeschön. Otti, schönen guten Abend. Meiner Meinung nach fragt die Rade. Meine Güte, das ist aber ganz schön knifflig jetzt hier für euch. Da gibt es so ein paar, die sind richtig MVP-geil und die anderen sagen unbedingt Rade. Mein Gefühl. Kacke Taure Moinsen, grüß dich. Alice Matza, habe die Ehre. Moin. Heiko sagt Rade, Martin sagt MVP. Muss ich das jetzt? Ich denke doch MVP. Benny sagt Rade. Rade. Wer jetzt ein Moderator hier, können wir eine Umfrage machen. MVP bitte, Hegi Moinsen. Madus 16 Moinsen. Gemütlich für Opte Rade. MVP, Felsbrunn. Ich lese den Namen noch dazu, ne? Dann wird's immer witziger. Manolo, Alter. Moin, Maga. Grüß dich. Wie viel Dioptrien hast du eigentlich? Musst du nicht beantworten. 1,25 und 1,5. Steht jetzt 6 zu 6. Werf eine Münze. Mach, was du willst. Eh mal gut. Obi, Dankeschön, Dankeschön. Fragezeichen? Sascha? Wie?
Wie kann ich dir die Frage beantworten? Ja, Münze werfen. Ja, ich bin selber total unentschlossen, muss ich sagen. Ich habe schon Bock zu grubbern, aber ich muss auch durch diesen Winter kommen, ne? Dieser Winter, der lebt sich halt nicht von alleine. Deutschland habe ich gestern gesehen. Jo. Bauri sagt MVP. Spiel das, was du möchtest. Ja, ich weiß ja nicht, was ich möchte. Das kennt. Ich bin ein manchmal sehr unentschlossen. Und war der Zenit war. Also, ja. Wie gesagt, also wie es da gesagt wurde auch, ne? Kämpferisch waren sie da, aber spielerisch hatte ich einfach das Gefühl, hat denen die Zusammenstellung nicht gepasst, oder die Aufstellung der Ressourcen, die die Mannschaft eigentlich hätte, waren nicht optimal, würde ich so sagen. Als Fußballlaie, ne? Also. Bin halt kein Trainer und bin immer kein Freund davon zu sagen, Jogi kann nix oder sowas oder Trainer kann nix, ne? Aber ich glaube einfach nicht optimal getroffen für das, was die Mannschaft eigentlich an Ressourcen mitbringt, um das rauszuholen. Also eigentlich ist die Mannschaft, wäre es drin gewesen, da weiterzukommen. Aber die Mannschaft hat Kämpferherz reichte nicht. So, ganz einfach. Spielerische Herz war fertig. Gerade ist nicht Singleplayer, nee, ist auch Multiplayer. Ackerlüt. Wollte mir jetzt mal die Niedersachsen 21 vom Mod-Hub anschauen. Bin ich mal gespannt. Die PDA sieht schon mal gut aus. Urbi, hatte ich auch mir angeguckt. Ich war leider, hat mir nicht gefallen, weil hätte gerne mal so eine Niedersachsen-Map oder Niedersachsen ist halt viel zu groß eigentlich, um das als Niedersachsen-Map. Weiß ich nicht, ne? Also. Ich hätte gerne mal so eine im Harzer Vorland oder sowas Umland, ne? Aber mir ist das zu quadratisch, zu Cosplay-lastig. Jetzt gegen England in Wembley, in dem Fußball-Mekka schlechthin. Ein bisschen komisch, aber. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Der 83. Warum er Can eingewechselt hat, habe ich auch nicht verstanden. Habe ich auch echt nicht verstanden. Der Lanzerich, Moinsen. Aronus. Moinsen. Jetzt Major Black, ja sicher. Ja, sicher. Ist live. Ja. Haben wir schon mal rüber geradet. Fleißiger Typ. Naja, er muss ja auch, ne? Es ist ja, ist sein eigenes Lohnunternehmen oder fährt er fürs Lohn? Die Sachsen aus dem Mod-Hub ist nicht schön. Ja, korrupter Ender, ich bin da halt bei dir. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, die Deko. Ne? Ich habe gezüchtet. Was habe ich gezüchtet? Die Bredo ist gut. Bredo habe ich heute auch gesehen. Dankeschön für den Hype-Train hier, liebe Lüd. Dankeschön. Bredo habe ich auch also bin ich nicht raufgegangen, aber habe ich gesehen und dachte mir, cool. Finde ich cool. Wert nur für andere, also. Bjarne ist ein schöner Name. Dann sage ich lieber Bjarne. Paul Ulbricht, Moinsen. Aber ganz ehrlich, ich bin heute für die Rade. Dann komm, dann lass uns die Rade, dann lass uns da durch den Winter knallen. Knallen. Na, woher weg die? Muss ja auch gemacht. Muss, dann kommen wir sonst nicht weiter. Henning 82, grüß dich, moin. Das Brot, moin. Ja, klar, du wirst rot. Der Schalk schlechthin wird rot, oder was? Danny, grüß dich, schönen guten Abend, moin. So, mir hofft, dass Headtracking hier dann auch jetzt geladen ist. Es ist noch blau. Wenn es voll ist, wäre es grün. Aber wir gehen mal Risiko ein. Wir gehen Risiko ein. Lüt es an. Mal loslegen. Cine, einen wunderschönen guten Abend. Moin. Mal
bald ab. Werner, großer Werner, vielen Dank für den 10. Monat hier schon auf dem Kanal. Alter Scholli, vielen Dank. Wie geht's dir? Liebe Grüße natürlich zurück. Ist auch gerade auf der Karte erholt. Armin, ihr teilt euch den 10. Monat, du und Werner. Vielen Dank, Armin, auch für den 10. Monat. Und Tant85, vielen Dank für den 3. Monat bereits. Vielen Dank und schönen guten Abend. Moin. Geh jetzt wieder nach Rade, lass mich eh nicht in Ruhe. Ja, ist schlimm, ne, mit der Rade. Armin, nicht da. Doch. Aber ich habe ihn eingeladen. Mal gucken. Bis jetzt nur im Chat. Moin, grüß dir. Aber ich glaube später auch in Rade mit der B. Korrupter Inder, ja, auf der Geiselsberg. Apropos, da muss ich heute auch nochmal eben was einrichten. Fritz ist da ja ganz aktiv. Boah. 15 Stück. Boah. Werner. Werner, vielen Dank für 15 Gifted Subs hier und alle Leute, die da zwangsabonniert wurden. Viel Spaß mit dem Abo. Craig TV, Bauernbuh, DVL Dennis. Ach, Dennis, ja, herrlich. Ein Geldnoxen, Basti. Jetzt labere ich zwischen den Alert rum, den sich Werner hier ausgesucht hat. Dann darf ich auch nicht machen. Bin schon ruhig. Uiuiuiuiuiui. Nils Packmann, Frankie B. Johnson, Farming Dudes, Crack TV hatte ich glaube ich gesagt, ne? Alle viel Spaß mit dem Abo und vielen Dank, Werner, für die. Wo gehst du denn heute? Stefan Witschi, moin. Ja, wir gehen jetzt nach Rade. Basti, grüße dich, moin. Alter Scholli. Ja. Oha, das regnet hier. Wo war ich denn geblieben? Bei der Geiselsberg. Fritz ist da ja ganz fleißig drauf und ich muss sagen, immer wenn ich dazu gucke, kommt mir auch richtig Lust da drauf wieder. Oder gefällt mir sein Projekt und wir nerven ihn ja schon eine Weile, ne, Armin und ich. Und jetzt habe ich ihn endlich überredet bekommen, mein
Server, den ich noch tot liegen habe, endlich damit zu bestücken. Und dann hat das heute nicht funktioniert, weil ich den neu installiert habe. Und dann hat er den Zugang nicht mehr, konnte sie folglich dann nicht raufladen. Und ja, jetzt muss ich dann nochmal Server eben vorbereiten, dass er dann da alles wieder raufladen kann und die Geisels Back dann auch wieder für uns Agalyt irgendwie bespielbar sein wird. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich echt sagen. Ein bisschen MB-Track kutschen und so, ne? Das ist ein Sack, oder? Guck mal, was das für eine Erwartungshaltung ist. Chat, guck mal. Armin erwartet, also Server-Update, ja, die machen sich darüber lustig, dass ich mal einen Mod aktualisiert habe. Ja, ich habe irgendwie Scheibenwischer aktualisiert. Irgendwas habe ich gemacht, eine Kleinigkeit. Eine neue Farbe eingetragen. So was ganz Einfaches, was so Idioten wie ich können. Und dann kriege ich immer Mecker, dass man schon wieder einen neuen Mod runterladen muss. Guck mal, und jetzt ist mal kein neuer Mod da und dann wird man auch dafür angeflaumt. Authentisch grüße ich. Hier ist ein Old Fernseher bestellt fürs Zocken. 48 Zoll. Aber nur für Essen, ne? Ich glaube, beim Ballern wirst du verrückt mit dem Gucken, kommst nicht hinterher. Aber das klingt geil. Snoopy Mia David, grüß dich, Cheffe, moin. Armin auch bei Inga auf der Couch? Oh, der sitzt hier wahrscheinlich noch und macht Regen. Schlecht Wetter macht er. Der kommt heute nicht raus, glaube ich. Ich habe mir hier schön Öljacke angezogen. Und dann lässt sich das auch wunderbest hier draußen arbeiten. Schied egal, wie das Wetter hier zu sein scheint. Sonne ist ja auch draußen, also so schlimm kann das gar nicht sein. Wollen wir mal eben noch den Shader aktivieren hier. Dann... What happy? 6. November, 11:40 Uhr. Gucken uns die Tiere an. Achso, ja, auf falschen Hof. Kopfstahl, dann müssten wir da ein bisschen BGA machen. Das können wir gleich machen. Ich gehe mal eben aber nochmal bei uns auf den Hof. Gucken, was die Tiere sagen. Den geht's prima. Den geht's prima. Sauberkeit 80. Gut, können wir mal ein bisschen ausmisten, ne? Was? Gebur? Was sie? Okay, ich verstehe die Antwort von Basti nicht. Nolo! Ich glaube, den habe ich verpasst. Da komme ich nicht hinterher. Hast du immer noch den ersten angepassten Season? Ja. Ist immer noch alles das Alte. Immer noch das Alte. Nie geändert. Außer den Seasons einmal selber geändert. Das haben wir schon mal gemacht. Seasons abgedatet, weil das ja auf den 3 Tagen einmal in Rade, da hatte ich das geändert. Weil das da nicht gepasst hat, dann hat es durchgängig geregnet. War nicht gut. So, warte nochmal. Eben nochmal den Discord hier. Ach. Der ist nicht nur unterwegs, der ist schon fast da. No, wie ist? Moin, Chat. Ja, das ist doch schön, das freut mich. Oh, guck mal, wer da denn kommt. Wie auch gedacht. Der sitzt bestimmt auf dem Pott und nutzt die Zeit, hier reinzugucken. Erwischt. Oh. Was denn für ein Wetter hier? Moin. Manolo. Ich stehe hier unterm Vordach. Komme hier auch nicht raus. Ja, doch. Ja,
Ja, ich guck mal gleich. Ich gehe mal gleich mal hin und dann dauert aber ein bisschen, bis ich wiederkomme, denn, ne? Mittagszeit, verstehst du? Ja. Yeah. Ja. Das ist in Ordnung. Das finde ich in Ordnung so. Hab mich gemutet hier einfach. Ich habe mich gemutet. Entschuldigung, Chat. So geht's ja auch nun auch nicht, ne? Witzig, ne? Aber der muss der Chat sich immer so meine Antworten, die also aus seinen Antworten meine Fragen sich sozusagen hergeleitet haben. Ja, oder sie hängen an deinen Lippen und lesen daran. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Ja, ich habe mit dem Hängen, da habe ich aufgehört zuzuhören und habe es mir vorgestellt. Das habt ihr die auch im Gesicht ablesen können. Ja, lass uns mal eine kurze Dienstbesprechung machen. Wir sind hier 6. November, wir sind soweit durch mit der Erde, wir haben alles hervorragend geschafft, vorbildlich möchte ich fast behaupten. Und Fritz war ja nochmal unterwegs, hat diesen Auftrag gemacht, musste dann aber das Handtuch werfen. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte mit dem Regen. Hat der Bauer dann abgewunken und hat gesagt, komm, dafür bist du nicht verantwortlich, ich mach das selber zu Ende. So, und jetzt stehen wir da und haben nichts mehr zu tun. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir so ein bisschen uns um unser Inventar kümmern, Hofpflege betreiben, Tiere pflegen und für Fiete natürlich die BGA anfeuern und durch die Tage des Winters ein bisschen durchlaufen. Ach so, ich dachte, wir gehen heute mal schon ein bisschen früher in die Kneipe. Nee. Unser eigenes Erntedankfest sozusagen. Aber na gut. Ah. Stimmt. Erntedankfest ist dann, wenn Ernte zu Ende ist. Das hatten wir jetzt schon. So haben wir gelernt, ne? So haben wir gelernt, ja. Fritz sagt, gerade irgendwo steht der 824 rum. Irgendwo auf dem Feld, oder wie? Ja. Mit Ladewagen und Gras. Mit Ladewagen und Gras. Ja, in der Scheune stand der, aber dann steht er da wohl nicht mehr. Steht er auch nicht mehr, da war ich schon. Fest. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der denn steht, weil da muss Gras ja. Es muss. Muss ja ins Dröge, ne? Wieso ist er dort rausgefahren? Wie hast du denn rausgefahren, Fritz? Was ist das denn? Schokobanane! Vielen Dank für den vierten Monat schon hier mit dem Abonnement als Zuschauer dabei. Dankeschön! Und die große spannende Frage ist, auf welchem Feld? Moinsen, Marcel, sich jung fühlender Magger. Danke, dass du dir das gemerkt hast. Schönen guten Abend. Bastelbauer, schönen guten Abend. Nikolaus, ja, Anfängerfehler, genau. Basti sagt, ist nicht so schlimm. Endlich mal Ruhe hier. Ja, sag ich ja. Kalle sagt, hinter der Kartoffelhalle. Der da raus. Ach so, hier. Alles durcheinander bringen und wir sollen wieder aufbauen, ne? Uiuiui. Ja, also wie auch immer. Das ist schon weggegammelt da, mit Meister. Ja, retten es. Schnell drin in der Holle. Jo. Ach, warte. Jetzt muss ich. Ich habe meinen Fusion-Clip jetzt nochmal ganz flott aufgeladen. Ich hoffe, dass der jetzt eine Weile durchhält. Mal sehen. Mal sehen, was der muckt. Ja, da. Ne? Gar nix. Soll ich schon mal das Gewicht hochdrücken? Und dann kann ich auch schieben, wenn du möchtest. Armino, ich glaube, ich muss noch mal los, du. Oh, wieso? Schlüssel vergessen? Nee, er bewegt sich nicht. Wieso bewegt er ihn nicht? Weiß nicht, wäre aber schön, wenn er den bewegt. Sonst haben wir bald kein Gras mehr hinten. Muss ich mal eben in das Head-Tracking-Programm rein. Dann geh mal in die Halle, ist mir zu nass hier draußen. Ah, okay. Das war nur der Kontakt.
nicht da. Ich glaube, ich muss die Kamera ein bisschen nach unten machen. Ah, da kommt Root Belly. Yeah. Oh Mann, oh. Root, was buckst du da, Mensch? Bengelchen. So. So. Ja, der läuft. Der Trecker ist in Ordnung. Gewicht. Ist oben. Ja, ja. So, meinst du, wir kriegen das bei den Kühen rein? Das ist als krass gefühlt hier. Guck mal. Wo die Kühe sorgen. Kuhstall. Nee, das kriegst du nicht rein. Nee, ist voll oder was? Ja, da ist gerade wieder schön Mais-Silage aufgefüllt worden. Da war Fritz fleißig, weil wir ihm natürlich auch nicht gesagt haben, dass wir nicht füttern wollen. Ja. Ist denn der Futtergang frei? Dann würde ich den da schon mal reinstellen. Das macht ja auch wenig Sinn, ne? Wir müssen ja mal täglich sauber machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann lassen wir ihn hier erstmal stehen. Ja, du könntest den aber auch in den Schweinestall reinstellen, ne? Da ist ja eh immer nichts drin. Ja gut, dann mache ich das so, wenn du das sagst. Bauer Markus ist da und sagt Moin, Moin Markus. Lenz, Moin Armin. Ja, Moin Markus. Grüß dich. Obi. Alter, Urbi hat bis zum Dezember verlängert gerade. Das ist ja... Das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl. Und das, ich verstehe nicht, warum dafür kein Alert kommt, weißt du? Also so eine immense Auszeichnung und dann aber ohne Alert, das geht auch nicht. Ja, das geht nicht. Eigentlich nicht, ne? Oh, ja, was mache ich denn schon wieder hier? So, brauchst du einen Einweiser? Ja, ich hätte fast rückwärts reingefahren, aber das ist mir jetzt dann zu gefährlich mit so den Zuschauern hier, wenn auch noch Obi und Ben auch noch mit dem Prime Sub. Vielen, vielen Dank und schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Gute Tag. Gute. Gute Tag. So. Dann lassen wir. Oh, dann machen wir natürlich nochmal die Hydraulik vorne runter. Mal sehen, wie lange wir den hier stehen lassen. Mir ist eins gerade aufgefallen, nämlich diese. Wie nennen sich diese Messerwalzen, die wir genutzt hatten? Dass wir die verkaufen auch. Ob das jetzt diese heute Cambridge ist. Bitte? Diese Cambridge-Dinger oder wie die heißen? Nee, diese Beigen hier, die bei der Werkstatt, wo du gerade den 500er hingestellt hast. Ja, okay. Ja. Weil da gibt es ja jetzt diese von Vertex, ne? Von Kerner sind die, glaube ich, auch. Ja. X-Cut, genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir die schon auf dem Server raufgeladen haben. Aber die würde ich gerne nutzen. Den nach scharfen Messern aus. Mhm, ja. Ja, gut. Aber was hält sowas? Nee. Ich glaube, wir haben den gar nicht drauf. Müssen wir dann nochmal machen. Tanken, abschmieren, füttern. Na, du bist ja schon wahnsinnig schnell dabei. Dann können wir die Zeit ja auch ein bisschen schneller laufen lassen. Dann melde ich mich mal als Armin an. Admin. Administrator, genau. Man muss nur wissen, wie. Ausmisten muss. Möchtest du ausmisten oder BGA machen? Ich mach BGA. Okay. Ich geh mal rüber. Ja, dann geh mal rüber. Ja, Obi, geht los, wir bemühen uns. Mal wieder. Ganz optimal.
Lenz, wir haben uns ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten Tagen? Du, ich habe herrliche Eindrücke sammeln können, nachdem ich ja... Wann war ich denn das letzte Mal? Wann waren wir denn das letzte Mal zusammen ob Acker? Freitag? Freitag war das. Nee. Am Donnerstag? Doch, wir haben am Freitag. Stimmt, wir haben am Donnerstag und am Freitag haben wir noch einen gemacht, ne? Ja. Ja. Ja, und danach hatte ich ein Wochenende voller Eindrücke, ne? Ich bin beim Landwirt gewesen und habe mich mal so ein bisschen erkundigt, wie es so in der Realität aussieht, wie es läuft. Ich hatte die Möglichkeit, mal mein Mikrofon auszuprobieren, konnte das mal da eben in den Rüssel, hätte ich fast gesagt, reinstecken. Aber du weißt, in die... Ja, also ich weiß, wie du es meinst, vielleicht die anderen aber nicht so, aber naja. Muss das ja jeder. Ja, genau. Ja, und durfte das erste Mal, seitdem ich 12 war, glaube ich, da bin ich das letzte Mal Trecker gefahren. Und ich durfte mal wieder Trecker fahren. Oha. Ja. Das ist ja mal was. Oh, ist ja herrlich. Ja, und... In Original oder denn mit Matchbox? Nee, in Original. Das wäre schon ziemlich original dran gewesen. Das wäre vielleicht wie ein Kinofilm gewesen. War auch ziemlich schnell. Es ist wie an mir vorbeigeradert. War viel schneller vorbei, als ich gucken konnte. Ja. Aber ja. Gab auch Zeugen. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich kann da nicht alles verraten, glaube ich, oder? Nein, alles kannst du nicht verraten. Nee. Aber das war auf jeden Fall spannend, aufschlussreich und hat Spaß gemacht. Ein schönes Wochenende. Mhm. Ja, und sonst, wie es mir ergangen ist, ne? Also, ist ja jetzt auch schon wieder, genau, Freitag und dann durchs Wochenende durch, dann Montag, Dienstag, gestern ja hat er Deutschland gespielt, war ja Projekt Mecklenburg, hast du ja auch ausgesetzt, ne? Da hattest du ja auch Termine. Ja. Und ja, zu dem Spiel... Mich hat das jetzt nicht so. Mich stört das nicht. Nee. Muss ich ehrlich sagen. Ist ein Ergebnis, ne? Ist ein Ergebnis, ja. Und es ist Fußball und. Ja. Da müssen alle mit rum. Genau. Ich habe ja immer noch meinen Geheimfavoriten. So, der ist? Bill Belgien. Oha, ach so, ja, richtig. So geheim ist er natürlich jetzt nicht mehr. Aber, den gönne ich das halt jetzt, ne? Umso mehr. Jetzt, wo die Großen auch draußen sind, also der eine oder andere, Deutschland und Frankreich. Mhm. Das wäre schon schwer. Ja, das finde ich auch. Ich habe sie gar nicht gerade auf dem Schirm, ob die gut sind oder nicht so gut sind, oder... Ja, da sind so ein paar Namen, hast du vielleicht schon mal gehört. Kevin De Bruyne. Ja. Früher bei Chelsea gewesen, ganz früh, als Leihspieler geholt. Nee, gar nicht. Als Spieler geholt und dann ständig verliehen gewesen. Unter anderem war er dann bei Werder Bremen auch, glaube ich, 2 Jahre. Dann zu Wolfsburg, da ist er richtig groß geworden. Und mittlerweile bei Manchester City, auch so ein Millionentransfer. Glaube ich, einer der ersten großen aus Deutschland, für 76 Millionen aus Wolfsburg weggegangen. Ja, und Kevin De Bruyne, wie heißt er denn noch, von Dortmund? Axel Witzel, Lukaku... Also die haben richtig, richtig brachiale Spieler. Eden Hazard. Gesundheit. Ja. Ja, Ukraine weiß ich auch nicht. Die sind schon sehr verbissen. Ja, wie ist denn das ausgegangen gestern? Das habe ich nicht mehr gesehen. Bin eingeschlafen. Ukraine hat gewonnen. Okay, Elfmeterschießen oder in der Verlängerung? In der Verlängerung. Ja, okay. Und zwar in der Überverlängerung sozusagen. Genau, irgendwie, ja, das habe ich noch mitbekommen und dann war es mir zu spät.
120. Plus 4. Jetzt wird es aber rapide schnell dunkel hier, ne? Ja. Ja. Vielleicht kann ich mal ein bisschen langsamer machen. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Bei uns geht's ansonsten so weit. Ich würde jetzt einmal noch die Türe hier füttern. Die Grassilage, die hier noch lag. 2 zu 1. Ah, danke, Chat. Abschleppdienst, grüß dich, Moinsen. Ukraine rockt das Ding, sagt Manolos, oder? Ja, die waren. Sag ja, die waren ganz schön verbissen. Ach, Fleischfinger ist auch schon dabei. Moin, grüß dich. Oh, Alter. Moin. Rooftop, das würde ich auch der Schweiz richtig, richtig gönnen. Finde ich auch. Derzeit eine schöne Mannschaft, finde ich. Und, warte, da war noch eine Sache, die wollte ich auch gerade, genau. Unser Bonny sagt England oder Belgien. Und zu England habe ich letztens, ach, wer hat mir das denn erzählt? So ein Wirtschaftsmagazin hat so eine komplizierte Rechnung aufgestellt und das wohl schon seit 2016 und lag da ziemlich oft richtig mit dieser Rechnung. Und die haben ausgerechnet, dass aufgrund von Statistiken, wie auch immer, wer wann und so weiter, dass England das machen könnte. Also die haben England als Europameister prognostiziert. Da müssen sie aber noch eine Schippe drauflegen, finde ich. Finde ich auch. Nachdem ich jetzt schon 3 oder 4 Schaufeln reingeschüttet habe, sehe ich gerade, die BGA steht immer noch auf 0. Muss ich auf einem anderen Hof wahrscheinlich, ne? Eigentlich ja nicht, oder? Wir haben ja eigentlich Lohner und so weiter, allen drum und dran. Ja, habe ich Lohner? Ich gucke mir mal eben an. Ja. Das ist interessant. Farmmanager sind wir beide. So, ich jetzt mal rübergehe. Nö, du bist Farmmanager und Lohnerstatus hast du eigentlich. Aber warum ist das dann so? Ich komme mal eben. Ja, die Zeit läuft ja auch eigentlich. Das kann sein halt, ne? Dass sie. Ja, genau. Dann hätte ich auch nichts gesagt. Obwohl wir das letzte Mal. Und die ist auch voll. Ach ja, gut, das ist. Und die Anlage ist voll. Ach, die ist voll. Ja, gut, ist fertig. Ja, also dann. Ja, alles gut. Dann ist die Anzeige noch kaputt. Ja. Schütt noch mal eben was rein. Ach, guck. Ach, ja, jetzt zieht das so weg. Das kann ja nicht sein. Der atmet die voll weg. Ja, ja. Das ist wegen der Zeit. Ach so, alles klar. Ja, ja, ja. Aber das ist immer noch das Problem, was wir hatten, dass wir gesagt haben, wir müssen hier runterschrauben. Dann ist sie immer noch zu viel. Ja. Weil das finde ich zu. Ja, da kannst du nicht gegen an. Nee. Das wäre ja schön, wenn die eine Nacht lang mal laufen könnte, quasi, ne? Also, dass sie im besten Fall morgens erst leer ist und man dann. Ja, man müsste ja mal gucken. Also wenn wir hier im Silo, wie viel haben wir denn hier drin? Wie viel geht denn hier in das Silo rein? Wir haben sogar länger als eine Nacht. Dauert meinetwegen. So, hier haben wir, achso, jetzt wird mir gar nicht angezeigt, wie viel hier an Liter drin ist. Ne? Aber dieses Silo müsste ja, könnte ja durchaus mal ein bisschen reichen und nicht nur 2 Tage lang. Ja. Ja, richtig, richtig. Das wäre halt zu krass, wenn das dann nur 2 Tage lang reichen würde. Deswegen. Da muss ich mich echt nochmal schlau lesen, welchen Wert wir da nochmal ändern müssen, dass die nicht so viel frisst. Ja. Das ist zu viel. Ja. Ja, ja, viel zu viel. Ja. Egal, ich kipp jetzt erstmal weiter rein. Wolltest du was sagen? Rooftop Barbecue sagt Team und absoluten Kampfgeist bewiesen, dann bezieht sich auf die Schweiz. Moritz sagt, die Schweiz bleibt bis zum Finale aber neutral.
Da glaube ich auch. Lieben 16er TMS, moin. Stumpi sagt, bin der da, musste mit meinen Eltern wieder einen Bericht über Landwirtschaft mit Städtern als Moderator. Höre nur die eine, was die eine zum Landwirt gesagt hat. Und sie sind derjenige, der mit dem Mähdrescher, war ein Fendt 820er, ein Pöttinger Butterfly Mähkombi, die Bambis totfährt. Ja. Da ist halt viel Öffentlichkeitsarbeit gefragt, ne? Um sowas zu klären. Wo ist es? Bist du fertig mit deiner Arbeit? Ja. Manolo sagt, er hat sie auf 1 Liter pro Sekunde gestellt. Ist ja. Doch immer noch ziemlich viel, oder? Ich weiß nicht, was ist denn der Ausgangswert? 1,5 glaube ich oder so. 2,5. Zeile 44. Oh, Manolo, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Na, dann gucke ich mir das gleich nochmal an. Ich mache das eben jetzt schon mal auf, nicht, dass ich das vergesse nachher. Armin, dann kannst du. Dann ist auch nächstes Mal wieder ein Update drauf. Das ist schön. 450. Ah, hier entpacken. Zeile 44, sagt er. Liters pro Sekunde 1. War jetzt auf 4. Gut, das ist natürlich zu viel. Ein Liter pro Minute ist besser. Ja, hier ist es aber, es ist also angegeben in der XML, dass es pro Sekunde ist, Paddy Gaming. Grüß dich erstmal, moin. Du bekommst den Tempomat nicht aktiviert, das ist auf diesem Rädchen, dass du da musst du raufdrücken auf das Rad, Lukas Behmann. Ja, Fleischfinger, da muss man sich aber erstmal zurückhalten, weil es bringt halt nichts, in so eine Konfrontation zu gehen, weil dann machen beide Seiten dicht. Oder, ne? Also es ist immer wichtig, dass man da ruhig bleibt und dann langsam darüber spricht, dass man denjenigen dann erreicht auf einer sachlichen Ebene, die er zulassen kann. Okay, Lukas Behmann, das kann aber auch sein, dass dieses Rädchen nicht geht. Das hatte ich, also bei mir lief das auch irgendwann nicht mehr. Der ist immer reingegangen, wieder rausgegangen, der Tempomat. Benutze ich deswegen auch nicht mehr die Taste. Von Danny, grüße ihn Abend. So, Armin, wenn du willst, können wir jetzt Feierabend machen. Ja. Ja? Das können wir wohl machen. Gut. Und dann können wir uns am nächsten Tag nochmal hier um die Hofordnung auch bei Fiete kümmern. Das sieht ja auch nicht mehr ganz so clean aus. So ist. Meine ich zumindest. Ja. Ja, einmal den letzten Rest hier aufklauben sozusagen. Ja, und zu machen. Dass die Platte einmal schier ist. Dann, wie sieht's aus? Ach du grüne Neune, das ist ja nicht. Wir haben im nächsten Jahr, aber es ist ja erst im nächsten Jahr. Mit dem Flügen wieder vor uns. Flügen. Oh, geil, ne? Flügen, Flügen, Flügen. Ja, wegen der Bodenverdichtung. Da haben wir ein bisschen zu eifrig hier auf dem Server gepackt. Die 30 verstehe ich jetzt aber nicht, warum die noch. Die habe ich doch geflügt mit dem Köckerling. Mit dem Kerner. Schiete. Ich ahne es. Mist. Na gut, macht nix. Ich habe ja Ölsaat reingebracht, das heißt, sie können die Ölsaat dann sowieso nochmal runterflügen. Ist ja Zwischenfrucht drin. Wo ist? Gut. TB28580, Moinsen. Genau, genau so, Stompi.
Ja, hier müssen wir auf jeden Fall aufräumen. Die Paletten müssen ein bisschen gemacht werden. Dann kann ich ja mal eben hier nochmal was zurechtspannen. Das kann man wegbringen. Ja, willst du das jetzt machen oder willst du jetzt erstmal eine Runde ratzen? Achso, ja, bist du soweit? Ja, ich hatte hier bei Fiete Unterkunft heute. Achso, okay, ja gut, dann. Der sagte, er sei nicht da und hier muss irgendjemand auf dem Hof bleiben und dann habe ich mich angeboten. Ich hoffe, das war in Ordnung. Na sicher. Gut, dann melde ich mich jetzt auch mal ab vom Dienst. Gute Nacht. Ja gut, dann sehen wir uns morgen früh, ne? Gute Nacht. Maurox, grüß dich, Moinsen. Ach. Eid. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Eieiei. Kalt geworden, Armin. Saukalt. 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 Schiss, es ist Sauwetter. Ein Grad kalt. Ja, dann räume ich hier mal auf den Hof, wa? Ja, mach mal. Fieten. Ich fahre eben die Messer raus. Messer? Die Messer. In den Stall, da brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Stroh wieder reinschmenden. Wieso liegt hier bei Fiete eigentlich so ein Gülleschlauch in der Scheune? Ja, das ist die Ordnung, die ich meinte. Aber wieso liegt der hier? Ja, weil der Annaburger da konfiguriert wurde und dann ist das Ding runtergefallen und nicht wieder aufgesteckt worden. Aha, okay. Jetzt kriegt man den auch nicht mehr aufgesteckt, weil der steckt. Versteckt. Der steckt fest im Boden, oder wie? Mhm. Ach du Schiete. Ja, wenn das gar nicht mehr geht, dann musst du versuchen, den über die Karte anzuwählen. Und dann kannst du den zurücksetzen. Dann können wir den vom Shop wieder abholen. Oder muss ich erst den Hof wechseln wahrscheinlich, ne? Ja, da musst du den Hof wechseln. Ja, Stumpi, aber das bringt halt nichts. Dieses ist eine Spezie für sich und so, ne? Man muss halt da in diesen Austausch kommen. Und da muss man eben miteinander sprechen und sich zuhören und jede Position eben auch zulassen. Und dann eben argumentieren, diskutieren und wenn es für etwas keine Lösung. Es gibt halt nicht die eine Lösung. Das ist halt immer das, glaube ich, das, was man auch mal Leuten sagen muss. Weder für das eine noch für das andere. Und das ist wichtig, dass Leute begreifen, das zu sehen. Dass es nicht das eine richtig und das eine falsch gibt. Gibt es Probleme oder was ist los? Nee, er erzählt noch wegen der Landwirtschaft, dass es mit den Grünen dann als Spezie für sich immer das Problem gibt. Ja. Und ausgängig von dieser Geschichte mit diesem Butterfly-Mähwerk, ne? Und dass dann Leute sagen, das ist ein Mähdrescher und die Mähdrescher, die Bambis kaputt fahren. Mhm, das ist okay. Ja auch das, was. Hat er das denn erzählt? Oh, Lenz, hier musst du Hannes, noch das Saatgut wegholen, da. Das schneit sonst zu. Ja, machen wir.
Cookie, moinsen. Precision Farmer, ja moin. Grüß dich. Moin. Der Annaburger denn ein Aufleger dafür? Weiß ich gar nicht. Hat er das? Ach, hat er, ja klar, natürlich. Cool. Also dann, was machen wir jetzt mit den Kartoffeln? Die machen wir jetzt im Winter fertig. Mit der Sortieranlage? Ja. In die Kisten und dann verkaufen? Ja, von mir aus ja, wobei ich da gehört habe, dass es da Probleme gibt. Dann müssen wir uns gleich nochmal angucken, wie genau das funktioniert. Muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ich meine, da gab es irgendein Gerät im DLC, was dann ein Problem hat. Aha. Schumi, grüß dich, moin. So, dann das Saatgut, das müssen wir auf jeden Fall noch abholen, ja. Was war denn mit dem Tigo? Das war doch ein Leihgerät, oder? Der Tigo vom Fiete, das kann sein, dass das als Leihgerät eingetragen war. Wenn nicht, dann können wir den auch übernehmen und dann können wir den quasi Fiete abkaufen. Weil Fiete braucht den ja eigentlich nicht, ne? Gerade mal. Maurix, kann sein, dass du den vielleicht nicht als ZIP-Datei, sondern als RAR-Datei wieder eingepackt hast. Dann erkennt er das. Erkennt das Spiel den nicht als Mod. Ist Fides. Eigentum, jawohl. Jo, dann lassen wir den doch da. Ja. Oder können den auch zu uns rüberfahren. Ich würde den dann abkaufen quasi oder überschreiben auf unseren Hof. Lassen wir das mal hier stehen. Gucken. Und jetzt hier mit dem Hutmarker, ist das unser oder ist der Gürtel auch hierher? Der Gürtel auch hierher. Ist ja ein reiner Silagewagen, glaube ich, ne? Ja, den stelle ich aber auch hier mit rein, ne? Ja. In diese Halle hier. Herr Holzbaum, Dankeschön für dein Follow. Moin. So. Umgucken, wieso ist das eigentlich immer an? Ich verstehe das mal gar nicht. Umgucken? Flo Fischer, grüß dich, moinsen. Simon, moinsen. Flo Fischer, moin. Fernseher auch, moin. Simon, moin. Fernseher? Was? Fernseher sagt auch moin, ja, ist sein Name. Simon sagt, moin Armin. Moin. Sag, was ist hier für ein Getriebe in dem Puma drin? Momentan ist hier IVT eingestellt. Ja, das ist ein... Das IVT eingestellt? Ja. Da müsste eigentlich eine CVT-Transmission-Getriebe irgendwas drin sein. Ich meine, das hatte ich letztes Mal. Ja, ist doch ja nicht. CVX, ja. CVX? Ja, müsste im VCR, glaube ich, möglich sein. Ja, ist möglich. Maurox, nee, dann weiß ich das auch nicht, was da dann das Problem ist. Das werde ich dann auch nicht. Nützt aber nichts, ich kann immer noch nicht fahren. Wie geil das? Parkbremse ist raus? Ja, ist raus, aber ich mach die nochmal rein und wieder raus. Ja, jetzt geht's. Okay. Ja, manchmal zeige ich das nicht an, ne? Hast du das auch? Ja, das habe ich auch. Muss ich manchmal zweimal. Drücke ich eigentlich reflexartig schon zweimal. Ich denke auch. Ja, genau.
verzweifelten Mitbewohner, die keine Miete bezahlen, ne? Ja, ja. Antwortet sie dann immer so auf deine Fragen? Ja, ja, ja. Übrigens, ein Bekannter von mir, der fährt hier bei uns an der Küste so ein Ausflugsdampfer, ne? Ja. Und der hatte eine kleine Havarie sozusagen gestern. Also es war nicht sonderlich schlimm. Ja. Da ging es nur irgendwie um Tampen, der da vom Decksmann nicht richtig festgemacht worden ist. Also keine Ahnung, ich hab's gar nicht richtig verstanden. Jedenfalls hat diese kleine Havarie dazu geführt, dass ihm sein Handy aus der Tasche gefallen ist. Ja. Das ist ein iPhone 12. Also ja. Auch kein günstiger Handy. Knochen. Ja. Ja, genau. Und es fiel in Hafenbecken. Ja. So, und dann hat er einen Freund bei der DLRG, der hat gesagt, kein Problem, ich komme mal vorbei, machen wir morgen denn sozusagen, also heute. Und dann tauche ich mal und guck mal, ob ich das finde. Mhm. Und du glaubst es nicht, er hat es gefunden. Ich dachte, er hat zwei rausgeholt. Ja, glaube ich. Ja. Und es funktioniert noch. Ja, ist einwandfrei, alles gut. Ja, siehst du, ist noch wasserdicht, ne? Achso, dann muss ich da rüber. Das ist das Gute daran mittlerweile, ne? Ich habe mal so eine Doku über so eine Orbitaucher gesehen bei so einem Wildwasserflussbahn, ne? Wo sie so Wildwasser-Kajak und so einen Kram machen. Und ja. Dann unten im Becken haben sie reihenweise, sind sie jeden Tag da tauchen gegangen und haben reihenweise so iPhones und so weiter gefunden. Was echt? Natürlich gingen alle nicht mehr, aber ja. Die haben sie dann probiert wieder zurecht zu machen. Ja. Das ist krass, ja. Die Dinger fallen einfach viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, du nutzt auch eine Sicherheitshülle und sowas, ne? Ja, eigentlich nicht, weil ich diese Dinger mal so hässlich finde, aber seitdem diese Magneten da hinten dran sind, ist das schön mit der Handyhalterung im Auto, ne? Genau, ja, ja. Weil ich fahre gerne auch mit meinem Auto über mein Handy Navigation, weil das wird dann auf der Uhr auch angezeigt und so und kriegst du Impulse. Ich mag das. Das mag ich auch. Das mag ich auch. Bin mir nicht sicher, ob ich das. Was ist denn los hier? Du? Ich bin nicht sicher, ob ich dir da vertrauen kann. Du. So, womit hole ich jetzt die Paletten ab? Von Danny hat bis zum Januar verlängert hier. Aber dir geht's ja richtig ab, wa? Holla, die Waldfee. Vielen, vielen Dank, Danny. Moinsen Lucifer, grüß dich. Und moin Armin, sagt hey. Moin, Kevin. Na klar, Luzi, hau raus. Die Gabel vom Telelader, Simon, das war, glaube ich, eine Standardgabel, ja? Obwohl, das kann auch die von diesem JCB-Telelader-Set gewesen sein, das weiß ich aber gar nicht. Dombo, schönen guten Abend, Männer, sagt hey. Dombo, moin. Und Freddy auch, schönen guten Abend, moin. Freddy, grüß dich. Grüzi. 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 Ah, grüzi, moin. So, was haben wir denn hier noch so alles auf dem Hof rumstehen? Ach, was ist hier mit den Welga oder wie die heißen? Was spielt hier denn? Das denn? Die dürfen da bleiben, du. Den Zuchter, ja. Ne? Ja. Wieso? Aber ist das hier immer mit diesem Ding, was hier so rumschwebt? Das habe ich noch nie gesehen. Ein Ding schwebt da rum? Was ist denn für eins? Ist das eine Collie oder was? Ist hier eine Collie? Das ist ja merkwürdig. Das scheint Schnee zu sein. Das schwebt hier in der Luft. Sieht ja witzig aus. Kann man aber nicht aufspringen, warum? Auf. Alles gut, Lucifer. Ja, gestern, das war einfach nur spontan. Ich habe dich da im Battle.net online gesehen und habe einfach mal eine Einladung. Boah, das rutscht wie Sau hier. Die Straße da ist schon spiegelglatt. Ei. Das ist krass hier. Das musst du dir nochmal angucken. Ja, ich komme da. Soll ich mal kurz rüber? So, das Blöde ist, die Wälder sind noch offen. Die müssen wir nochmal zumachen. Ja. Sonst sind wir bald voll Schnee. Die stehen ja nicht unter Dach.
den Flüssigdünger muss ich da aber auch nochmal abholen. Die 2. Ja. Ölrettich, das muss unserer sein, ja. Kommen aber trotzdem gerade nochmal rüber. Dankeschön fürs Follow, Tommy, moin. So. Plane. Plane. Hat er da hinten überhaupt eine Plane? Der hat gar keine Plane. Na gut, dann musst du ja eben voll schneiden. Wo bist du? Hier, guck. Ja. Guckst du. Ach, ja. Pass auf, du musst ja nicht den Kopf, ist auf Augenhöhe. Ja. Ah, es hat keine Collie, okay. Ja, das ist irgendwas, was noch hier in der Karte eingetragen ist, was eventuell nur durch Seasons oder so kommt, wenn... Weiß es nicht. Wenn Schnee drauf ist, ja. Ja, genau. Ja, aber es ist ja gut zu wissen, wenn es wirklich auch regnet und hagelt, dann brauchen wir uns hier nur unterstellen. Wir kriegen hier nichts ab. Ja, genau. Schicker Schirm ist das. Und wirft sogar einen Schatten. Also es ist real. Es ist real. It's real. Das ist real. Man, it's real, man. So, der hintere hat keine Plane, der bleibt wie gesagt dann oft. Ist der voll? Nee, der ist nicht voll. Ja, Robbob, das ist ganz normal. Die musst du im GE woanders platzieren. Heute ist aber hier die Hölle los. Paddy, vielen, vielen Dank für den dritten Monat im Prime-Sub. Dankeschön. Ja, das ist so, wenn man lange Zeit nicht online war, dann knallt das natürlich auch, ne? So lange ist das ja nun nicht gewesen. Viel zu lange. Mietze, vielen Dank auch für 10 Bits. Und Precision Pharma fragt, ey, bleibt ihr heute in Rade oder geht's noch nach Mecklenburg? Ja. Benny, alle cute, alle sehr gut. Danny, meine ich. Das ist so die Frage, ne? Ich glaube, jetzt habe ich eins fragen. Den Magger mit dem Trecker, moin. Hallo? Garage, ich zeige die mal einmal. Ja, Mistgabel, ja, das ist die JCB-Gabel, glaube ich. So, das ist, wenn Fiete wiederkommt, das glaube ich erstmal alles schier. Ja, bist fertig mit aufmachen. Ja, ich würde mal gucken, wie es im Silo aussieht, sonst würde ich noch was in die BGA reinschmeißen. Mach das mal. Ich werde jetzt hier immer nur die Palette rüberfahren, dann müssen wir auf jeden Fall noch Stroh drüben machen. Saatgutlage muss noch aufgeräumt werden. Was habe ich noch alles gesagt? Also da ist auf jeden Fall noch einiges. Was, im Stall muss noch was gemacht werden oder was? Stall muss auch, also muss Stroh rein. Ja, aber wir haben ja nur einen Merlot, also insofern sind das alles Aufgabe des Merlot-Fahrers, ne? Ja, ja. Und wer fährt den Merlot gerade? Ja, ich mach das schon. Ich sag ja. Ah, nee, ich frag ja nur. Okay. Boah. Vorsichtig. Es ist wirklich so glatt? Es ist wirklich glatt, ja. Also muss schon vorsichtig hier um die Kurven fahren. Verstehe. Lucifer. Moin für den besten Streamer in LS. Schreibt er dazu. Lucifer, vielen, vielen Dank. Ich genieße die Ehre. Dritter Monat Prime Sub. Dankeschön. Ja, Ackermacker Simon, das ist aus dem Mod Hub. Genau, richtig. Das JCB Pack oder sowas. Okay, also Silage ist hier noch nicht so weit. Ja, sonst alles von uns auch noch rüberballern, was geht, weil wir müssen ja deren fittes Mais-Silage, da müssen wir eh noch einen Deal machen, ne? Quasi so.
sieht hier aus? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ackergras. Mais. Legen wir jetzt auf den Mais erstmal auf. Mist haben wir ja auch jede Menge, wa? Da können wir im nächsten Jahr, ja. Holla, die Waldfee. Da freut der Kalle sich. Ja, dann schnappe ich mir mal den 7er. Einfach, weil ich es kann. Ja, weil er frei ist, ja. 5er will ich natürlich auch reichen. Und such mir mal... Eigentlich könnte ich mir den Shootemark von drüben holen, ne? Für Silo fahren? Ja, wenn du... ja. Und dann könnte ich auch den Puma nehmen. Wie du magst. Hm? So. Ja, jetzt rüberfahren mit dem Schlepper, den Shootemarker holen und so, das... Ich hol den Puma. Dann ist gut. Dann knall ich mir den Shootemarker ran und dann haben wir drüben überhaupt was zum Verladen, muss ich mir überlegen. Auch nicht mehr, ne? Den Merlo hast du ja jetzt. Ja, aber du hast ja den 714er da. Ja, dann hol ich ja gleich den 714er. Er muss ja wieder abspannen und zuspannen, oder was? Ja, hilft ja nichts. Na, dann hilft nichts. Das ist auch scheiße, ne? Da hinten ist Gewicht dran und alles. Brauchst du auch bei dem Ding? Ja. Wobei, der könnte auch mal schwere Radgewichte bekommen, jetzt will er da ohne gehen. Hat er ja schon drauf, ne? Radgewichte ja, aber die noch ein bisschen größere würden nochmal. Haben wir denn welche im Shop? Nee, im Shop sind die nicht. Hast du das? Nee. Nee. Bo Fischer, Dankeschön auch für 150 Bits. Dankeschön. Und na auch. Gut, also dann haben wir dann drüben der 5er, hat der denn, Kalle denn? Den hatte Kalle, aber der steht hier. Ja, kann ich dann Frontlader anbauen? Und haben wir noch einen Frontlader rumstehen? Da fragst du mich. Also was ist mit dem IHC? Der hat doch einen Frontlader dran, oder? Ja, ja. Weil du ja gerade am Aufräumen bist, weißt du, ob wir da eine Schaufel... Ah, ja, haben wir auch. Ja, das ist doch gut, dann machen wir das so. So viele Fragen, alle selbst beantwortet. Nicht schlecht, aber... Ja, komisch, nicht. Das war ein reines Selbstgespräch. Aber auch selbst... Vergessen zu muten. mir ist hinterher eingefallen. Kenne ich aber auch. Das ist, ergibt sich mit der Frage, die Antwort. Und, ja. Aber nur, wenn man sie ausspricht. Ansonsten bleibt diese Frage ewig im Kopf. So. Ich kann aber dann auch gleich helfen. Also ich mache jetzt, glaube ich, noch Tiere und ich glaube, mit dem Saatgutlager können wir so, sieht das auch schon ganz gut aus. Erstmal. Probier natürlich noch hier gerade den Chat irgendwie mit abzudecken, aber ich bin echt konzentrierter als ob ich hier mit 3 Meter ohne GPS-Kurs fahren würde. Nicht, dass ich hier den Hof kaputt fahre. Es ist so deep in Konzentration. Quasi. Landwirt 1990, Moinsen. Stere hat bis zum August hin verlängert. Vielen, vielen Dank. Ist das beim CVX kein Automatikgetriebe? Ne? Das hat, glaube ich, so 3 Unterstufen. Der steht jetzt hier auf F1. Ja, und dann müssen F2 und F3 noch da sein. Und genau, und die muss ich dann ja manuell schalten. Die musst du manuell schalten, ja. Das, eigentlich wäre es automatisch, aber es lässt sich im VCA nicht so umsetzen, dass der diese Gruppen so schaltet. Aber im Realen würde er sie automatisch schalten, ja. Verstehe.
Übrigens, Lucifer, Kevin sagt, du bist bitte mein Bester, hast du dir natürlich verdient und Armin soll sich mitgeehrt fühlen. Oha, das tue ich dann. Vielen Dank. Ne? Und Monster Bonnie, ja, hast du. Monster Bonnie, du hast recht. Ich habe da habe ich was dran geändert, deswegen haben wir die Akkalyt genannt. Aber das im Prinzip, das Modell ist das gleiche. Eigentlich nicht erwähnenswert, was wir da geändert haben. Kleinigkeit. So. Eieiei. Richtiger Knackschnee. Oder wie dacht man. Es knirscht. Können wir noch einen Schneemann bauen nachher. Lukendicht machen hier. War auch schon mal ein Streu wieder drin. Das schaut gut aus soweit. Ah ja, das mit den Kartoffeln, da bräuchten wir eigentlich fachkundiges Personal wie Markus, der sich damit einmal nämlich schon hier ein Rad auseinandergesetzt hatte. Da müssen wir das ja in diese Kisten sortieren überhaupt, damit wir diese Kisten verkaufen können und so wegfahren können, ne? Oder wir verkaufen es lose an das Erdfrüchtelager. Kannst du mir gleich die Schaufel da noch rausholen? Die Silagegabel, die da drin liegt? Wo liegt die denn drin? Silo? Mit dem Telelader? Ja, das ist eine Teleladergabel. Ja, die hole ich gleich raus. Was ist mit Kartoffeln? Ja, Precision Farmer, wir haben noch Kartoffeln in der Halle liegen. Und die sollen eigentlich noch in Kisten gepackt werden. Die liegen noch lose, um sie dann zu verkaufen. Und ja, der... So habe ich ja eigentlich noch ein Gewicht vorne dran. Wozu war das denn noch? Wegen der Kartoffelgeschichte. Ach richtig, das kann ja eigentlich verkauft werden, ne? Das haben wir denn eh nicht von genutzt. Aber ich finde, das hat einen Deko-Aspekt. Ganz toll. Also, ja. Das ist ja auch alles hier, auf den Telelader ausgelegt, kann das sein? Haben wir überhaupt noch eine Schaufel? Wir haben nur die am Fend dran ist, drüben. Glaube ich. Ich glaube, alles andere hatten wir tatsächlich umgerüstet. Ach, das ist ja ein Scheiß. Und nichts mehr. Wirklich. Dario. Das verstehe ich. Halle und Flieg. Noch nicht gesehen, ne? Du räumst auf, du. Hä? Wo muss aufgeräumt werden? Hier drüben in der Mittelhalle. Ist auch Schnee und Flieg. Ja, in der. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Ja, das. Wenn ich das nächste Mal den Zaun von Inge da irgendwie noch im Garten was machen muss, ne? Dann kümmere ich mich mal darum. Du belädst mich jetzt. Das ist auch eine gute Idee. Das ist ja schnell gemacht. Ja, genau. Geh da rein. 3000 oder was? 4, glaube ich sogar. Ja, dann geht das ja relativ zügig, ne? 4, ja. Ja, ja, ich habe schon 38% drin. Die Frage war gerade, ob der Merlot bei uns auch so rutscht. Und das können wir natürlich. Müssen wir leider bestätigen. Ja.
Stimmt, Stere, gute Frage. Mit 3 Tagen, da ist es immer ein bisschen schwieriger. Dario, also wenn du, da musst du zuhören. Das ist wirklich, mit 3 Tagen ist der Season sehr schwierig, was Schnee und Regen und ja, Erntezeitpunkt und so weiter angeht. Absolut keine Empfehlung. Und dann ist auch die Frage, welche Version vom Seasons das ist, weil in der letzten Version im Mod-Tab, glaube ich, sollte das auch korrigiert worden sein. Die Hydraulik ist sehr langsam mit dem Gewicht hier dann drauf. Wie viel? 77%. Und noch 2 Schippen noch. Okay. Vielleicht 3. Hey, Farming Dude, moin. Hey, Chris, moin. Wollen wir das immer so machen? Immer das eine Mal sag ich den Nickname und du den echten Namen und beim nächsten Mal wieder andersrum? Eieiei, ich bin ja nicht so stark bei Namen. Nee, aber können wir probieren. Okay. Dann lass mich anfangen. Ja, eine kriegst noch rein. Eine geht noch. Mhm. Eine geht noch. Also du kriegst 10 Mal musst du reinkippen. 10. Stimmt, ja, ja. 44k, ne? 35. Wenn du 3,5 drauf hast. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ich bin voll. Denn Mantau. Wo geht das jetzt hin? Ins Silo von ihm? Geht ja nicht. Nee, ich komme das jetzt in die BGA. Genau, das muss da lose hin, ne? Ich kipp das da jetzt wieder ab auf der Platte. Genau. Würde ich sagen. Hm? Und dann schaufel ich das da rein. Manolo, ich soll ich sagen oder? Natürlich weiß ich das. Oh, hast du den IAC mit Absicht angelassen oder? Oh, ja, sorry, da habe ich gepennt. Nee, ja, nicht gut. Mit Absicht. Nicht mit Absicht, okay. Nein, nein. Hat der Pflegebereifung drauf? Ja. Wegen den Kartoffeln hatten wir den Pflege. Richtig. Alles. Nee, der ich dachte, du bist eh am Aufräumen, der gehört ja wieder vom Silo, ne? Im Silowagen. Ja. Vom Untermischwagen. Was sagtest du, was muss ich noch aufräumen? Saatguthalle. Ja. Und neben der Getreidehalle war nur dieser Schneehaufen, der da rumfliegt. Was? Neben der Getreidehalle? In der Getreidehalle meine ich doch sogar. Da habe ich nicht reingeguckt. Ja, in der Halle, da. Neben. Da, genau. Ja. Ja, stimmt. Oh, hier haben wir auch noch eine Fettengabel. Das ist aber für einen Frontlader. Ja, Saatgut. Müssen wir vielleicht mal was rüber in die Kartoffelhalle fahren, würde ich fast behaupten. Ob wir die Big Bags vielleicht in der Kartoffelhalle halten und die Paletten in der kleinen? Dann würde ich die, wenn du es so aufteilen willst, dann würde ich doch gegenüber in die Saatguthalle auch das Saatgut reinpacken. Entweder Big Packs oder Paletten. Ach, gegenüber in die kleine Halle, ne? Da kann auch echt noch ein bisschen was rein. Ja. Ja, auch gut. Dann hole ich da die Big Packs erstmal raus. Ja. Okay. Und wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe mich total verfahren. Ich habe überhaupt keinen Durchblick, wo ich bin. Ah, jetzt weiß ich. Doch, schon wieder 20 nach 4. Eigentlich weiß ich nicht, ob Inge schon Kaffee aufgesetzt hat. Ja, hat Christian das eigentlich erzählt mit dem, was er da gefahren ist, das eine Gerät mit dem Reifen? Hat er dir nicht erzählt? Da hat er nämlich gesagt, ja genau, dass das hier mit dem Joystick so entspannt war, sagt er. Da war nur am Joystick quasi so ein Schalter mit vorwärts-rückwärts Schaltung. Da mega entspannt.
Was war das für ein Radar? War es ein Kramer? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, ein Kramer. Wieso kann ich hier nicht abkippen? Steuerung I machst du dann, ne? Mit hier abkippen oder machst du das sowieso ja. schon? Ja, hab ich eigentlich? Nicht eigentlich, hab ich. Nicht diesen Säckel kaputt machen hier. Und dann sagt er, diese Aktion kann hier nicht ab. Ach, wegen werden. Schnee, wegen Schnee. Ah. Dann geht das, glaube ich, nicht. Kann ich es dann in die Halle hier kippen? Ein bisschen länger der Weg. In der Halle müsste gehen dann eigentlich, ne? Wo ich das da rein, wo der Tigo steht? Mhm. Warum auch nicht? Also oh, der wird Mainz, die Lanze. Nö, das klingt gut. Kacker Gras, haben wir noch ein ganzes Big Bag da. Und palettenweise. Da können wir auf jeden Fall im nächsten Jahr auch nochmal. Notfalls als Zwischensaat. Da freue ich mich auch schon drauf, ne? Das Ackergras, was da hinten auf unserem großen Schlag 20 oder was war es, wächst. Ne, 3, auf der 3 haben wir es draußen, ne? Ja. Lang steht der Moin aus Büchen im echten Norden. Grüß dich, Moin. Der echte Norden, ne? Ah, Schleswig-Holstein. LS-Flow, moin. Ich muss mir sagen, am Wochenende habe ich auch einen Norden kennengelernt, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und das war nicht der echte Norden. Was? Ja, das ist, Schleswig-Holstein schreibt sich das ja mal groß auf die Fahne. Der wahre Norden oder der echte Norden. Wenn man nach Schleswig-Holstein aus Hamburg rausfährt, Schleswig-Holstein reinfährt, dann wird man gleich so begrüßt. Die günstigere Version von Tracker R5. DLAN Clip oder Dellen Clip Engineering. Malone sagt, mach doch. David, das stimmt sogar. Man kann sich. Nee, oder war das die Maus? Ah, nee, die Maus, das ist die günstigste Variante, die man sich als Lenkrad umbauen kann. Habe ich auch mal gesehen. Dass sich Leute auf kreative Art und Weise die Maus zu einem Lenkrad sozusagen umgebaut haben, ne? Indem sie halt das. Mauspad unter der Maus quasi wie ein Lenkrad drehen können. Und damit dann quasi das Lenken imitieren. Ja, coole Idee. Kreativ, ne? Das ist eigentlich, gibt es hier eigentlich eine Gärreste-Anzeige? Ach nee, ja, da haben wir doch die Silo-Displays, haben wir doch mit auf den Server genommen. Richtig, das müssen wir nochmal machen, denn. Ne? Ja, das müssen wir noch machen.
Können wir auch noch machen. Eine Baumaßnahme. Weil das Ding ist bestimmt randvoll. Das können. Also das randvoll weiß ich nicht, aber es ist zumindest gut gefüllt. Das müsste sein, ja. Ist ja schon einiges rein. Geflossen. So ist. So, nochmal Ackergras nach links. So, und Simon, ja sicherlich, der Merlot, dass der so rutscht und sich dann für ein JCB entscheiden, das kann man mal machen, ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass der Merlot das Nonplusultra ist, ne? Da gibt's sicherlich. Ich finde den vom Baujahr irgendwie so ein bisschen spannend. Dass der hier so von der Abwechslung her gut reinpasst. Beziehungsweise haben wir auch mal mit relativ alten Maschinen angefangen hier. Mittlerweile ja relativ modern geworden. Armin, ich habe übrigens jetzt doch nochmal das Video geguckt von Twitch Farming und dem Fend One, ne? Ja. Also ich habe es, glaube ich, nicht ganz zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, ob er wirklich gänzlich noch alles erklärt hat, was dazu gehörte. Aber die Optik von diesem Fend One, auch Precision Farming hat mir nochmal ein Foto geschickt von seinem 724er. Und, wo habe ich das nochmal gesehen? Ich habe relativ viel davon jetzt in letzter Zeit gesehen. Ich hoffe wirklich, dass das im 22er mit reinkommt, diese Konsole. Und das sieht das echt schick aus. Ja. Ja. Das finde ich auch. Precision Farming sagt. Die Precision fährt schon Fend One? Ja, fährt schon Fend One, ja. Krass. Er sagte, der Joystick sei wohl zwar ein bisschen umstritten, aber er meinte, das ist so wie immer, ne? Wenn Bauern was Neues bekommen, dann ist man erstmal unzufrieden. Aber das ist immer so, wenn was Neues kommt und man sich umgewöhnen muss. Er findet es persönlich geil. Ich finde, das sieht echt nach sehr übersichtlich und intuitiv aus. Auch aus. Ja, mega. Also ich war nochmal, er hat ja jetzt den neuen Achter da gekriegt. Hat ja auch nochmal so ein Cockpit-View gemacht. Und das ist echt, da muss John Deere echt nochmal einen oben drauflegen, ne? Ja, ja, weil so viel gleich geblieben ist. Da sind sie jetzt, ne, ein bisschen zurück. Ja, da sind sie jetzt ein bisschen zurück. Aber ich habe es jetzt auch nicht ganz geguckt, aber das habe ich auch noch geguckt vom 8R. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, er kriegt beide als Vorführer. Was heißt beide? Den neuen 36er und den 8R. Aber den 8R hat er ja, ne? Den neuen? Hat er irgendwie, ja, er hatte ja so ein. Das ist schon die neue Optik und all das ist schon das neue Modell. Ach so, das ist seiner jetzt. Ja, genau. Ah. Er hat ja mit John Deere irgendwie so einen Mietvertrag. Stimmt, ja, ja. Wenn ich das richtig ausgehört habe. Ja, ja, ja. Und der läuft über 3 Jahre und läuft im nächsten Jahr aus. LS Lukas Fendt, moinsen. Matze, moinsen. Oh, Matze, moin. Grüß dir. Und Marie, moin. Geht's dir besser, Matze? Und ich Marie auch natürlich, auch moinsen. Nee, der hat's doch wieder gut. Aber der hatte doch auch Schmerztabletten gefressen, oder nicht? Ja, der hat sich doch verrenkt oder verhoben, aber jetzt ist, glaube ich, immer seine Frau entscheidend. Da muss er durch. Ja, das habe ich auch noch gestern noch mitgehört. Da muss er ganz schnell los. Dann war er wieder da.
Nee, warte, Pferdesaat, gut, haben wir das schon, oder? Nee, haben wir noch nicht. Okay, dann stelle ich es hier als vierte Position hin. Eigentlich müssten wir echt nochmal, Ende Juli müssten wir eigentlich beide nochmal eine Tour machen, zumindest wir beide. Ja, zum Max oder was? Ja, den einen oder anderen mal in Besuch fahren. Ende Juli? Ja, hast du Urlaub oder nicht? Sag mal, hab ich dir meinen Dienstplan? Hab ich dich in der Cloud oder was? Yeah. Eingenistet da. Ja, muss ich nochmal genauer gucken, aber ja, sowas wäre geil. Sowas wäre richtig geil. Ich habe ja auch ein bisschen mit Chris gesponnen, so, ne? Dass man sich ja mal. Also, wie viele Leute kriegt man da eigentlich mal zusammen, wenn man. Ja, FarmCon findet ja nicht statt als Treffen dieses Jahr. Und wie viele Leute würde man so zusammenkriegen, um zu sagen, hey, wir machen ein Treffen und man lernt sich kennen, so. Sind ja viele da, die man dann noch nicht kennt. Den da raus. In so einen ganzen Zeltplatz stürmen oder so. Den habe ich aber rausoperiert hier. Ja, doch nicht. Irgendwie cool, auch mal im Schnee zu fahren, ne? Irgendwie hat das was. Es hat was, auf jeden Fall. Gut, dass wir das haben im Jahr hier. Einmal. Ja, einmal. Genau. Nee, ich finde auch allein auch, weil das die Vorfreude auf den Frühling steigert. Genau, ja, ja. Schwingt jetzt hier aber. Lenz und ich? Ne, wir kennen uns seit 9 Monaten. Oh, gerne. Dankeschön. Hallo, hallo, Moment. Hallo? Ja, Inge war gerade hier. Alter. Ja. Ich muss mal eben kurz vom Bock hier runter. Ja, warte, ich komm rüber. Gib dir ein Stück ab. Kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, können wir uns teilen. Sojabohnen, die müssen wir aber ganz dringend irgendwo anders verstecken. Nicht hier in unserem Acker, oder? Lass mal einen Auftrag fahren. Wenn da irgendwann ein Auftrag ist, Sojabohnen, die müssen wir da reinbringen. Die bringen alles mit. Jo, mach ich, Simon. Ja, geil. Stefan, ja, das wäre der beste Platz und der beste Austragungsort für sowas. Auf Udos Fußballplatz. Sehr gut. Insel, moin. Ach so, ja, alles gut, Simon. Neue Errungenschaft. Alles gut, gucke ich mir an. Ist das ein Donut oder ist das Eis? Stissel, moinsen. Nee, das ist Donut. Das war ja was für meine Tochter. Die hast du gerade kennengelernt, ne? Nee. Chris, moin. Was macht ihr Männers? Ja, wir sind hier dabei, uns durch den Winter zu friemeln. Das heißt, wir machen ein bisschen Hofarbeit, ein bisschen Inventur machen wir. Ein bisschen aufräumen, Tiere pflegen. Ich kann dem gar nicht so viel erzählen. Da kann gefällig sein, Maus hierher bewegen und sich einen eigenen Eindruck verschaffen. Richtig. So gut, dann mit Big Bags bin ich durch. Geht's ja auch nicht hier, ne? Nee. Immer nur so. Das geht auch nicht. Um 2 geht der Wecker. Urbi, komm gut raus. Danke fürs Reinschalten und für deine wahnsinnig lange Verlängerung. Vielen Dank. Ja. Urbi, ich wünsche dir alles Gute, komm gut ins Bett und einen guten Start. Genau. In den neuen Tag. So, die Big Bags liegen wieder. Machen wir jetzt noch einmal ein bisschen Palettentraining.
Das, was ist denn jetzt? Achso, ja, und das ist ein Donut, kein Eis. Ja, das, aber ich wollte jetzt eigentlich hören, was hattest du schon gesagt? Ja. Was jetzt mit Chris ist. Lecker sind die. Einmal mit Schokolade und einmal mal ein bisschen pink. Ein bisschen was für die Hüfte ist das. Achso, was mit Chris ist? Ja, Chris. Chris auch einen Donut ab. Jetzt geht die Palette hier nicht runter. Nein, warum fährt sie denn jetzt wieder mit? Wieder irgendwie komische Physik hier. Okay. Irgendwie scheint sich Raps zu magnetisieren. Weiß auch nicht. Genauer kann ich das nicht erklären. Hast du die falsche Palettengabel oder was? Nö, eigentlich nicht. Achso, nee, das ist ja richtig. Sobald ich da rankomme, bleibt die da dran stecken irgendwie. Ja, das ist schade, dass es diese Palettengabel aus dem Realistic Cedar nur für Schlepper gibt, ne? Für Frontlader. Ja. Telelader wäre auch schön. Das haben wir doch, glaube ich, im Update gehabt. Ich bin mir gerade unsicher, aber... Nee, stimmt. Das ist nur die Palette für den Frontlader, ja. Ja, genau. Haben wir das Palett noch nicht drauf? Doch, wir haben noch. Ja, ja, klar. Das ist ja stimmt. Das ist was, um sein Gewicht zu halten. Ja, genau. Und dann geht's gleich auf die MVP-Precision-Farbe. Ich weiß nicht. Wir müssten ja den Winter komplett durchschaffen. Was hast du gesagt? Dass wir den Winter durchschaffen müssen, um auf die MVP zu gehen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Timo Janaschke, moinsen erstmal. Ey, Tom Steglitz, sicher doch. Sicher doch. Und Sounds werden weiterhin versucht, als Hobby zu pflegen, klar. Nochmal Ackergras. Hatte Chris jetzt noch was gesagt? Er wollte nicht kommen, ne? Er hat nichts gesagt. Okay. Und
Kneipe kommen will oder nicht, ist ja nicht seine Entscheidung. Wir müssen, die haben wir in der Hand. Das haben wir in der Hand, ja. Wird schon wieder fest hier. Bambusklauer schon im dritten Monat. Auf ein neues. Schöne Grüße an alle. Vielen, vielen, vielen Dank. Top Stiglitz. Schöne Grüße zurück. Nee, an dem habe ich nichts weiter gemacht. Top Stiglitz ist auch ein alter Gefährte, der mir bei den Soundgeschichten gleich am Anfang ganz viel geholfen hatte. So, ne? Der war gleich Feuer und Flamme und hat damit mit überlegt und Ideen reingegeben. Und mit dem hatte ich diese Idee, von meinem Scheibenwischer vom Golf, den als Animationssound einzufügen. Der läuft scheinbar bei ihm immer noch im Schlepper. Cool zu wissen. Das ist geil. Aber ich hatte jetzt am Wochenende mal die Möglichkeit, selber was aufzunehmen beim Schlepper. Wenn das dann fertig sein sollte und gut geworden ist, dann werde ich euch daraufhin auf jeden Fall auch nochmal berichten. Und hilfreich sein könnte natürlich für den LS. Also. Muss sich auch lohnen dann. Ne? Der Debut ist auf einem anderen Kanal online gegangen. Auf einem anderen Kanal? Ja. Moin. Cool. Die Leute werden größer da, ne? Das ist schön. Ach so, du meinst auf dem Kanal wahrscheinlich. Der Flugzeugkanal. Ach so. Ja, nee, wenn der Hof aufräumen soll, dann nicht, ne? Nee, genau. Habt ihr keine Ballen zum Stapeln? Genau. Meine Palette gestapeln, das wär's nochmal. Boah, nee, ey, dass diese Dinger da nicht rausgehen. Das ist echt ätzend hier. Das ist echt buggy. Schiebe ich da jetzt auch mal, nee, eine Reihe davor an. Ah, so nicht. Irgendwie ist die Schraube auch ein bisschen zu klein, glaube ich. Für den Frontlader? Nee, um hier BGA zu füllen. Ja, du, ja, da bin ich voll bei dir. Und hast du da eine Idee? Also sprich dich aus? Nee, ist mir nur gerade erst aufgefallen. So. Ich bin gespannt, ich habe ja 35.000 Liter bei dir abgeholt. Ja. Und ich würde den Haufen auch gerne reinkippen, komplett, um mal zu sehen, wie viel schon verbraten wird, während ich 35.000 Liter da reinkippen muss. Werden wir gleich feststellen. Ja. Also aus der Statistik kann ich dir sagen, dass der 4 Liter die Sekunde verbrennt. 4 Liter? Ist schon viel, ne? Ja. John Deere Paul Moinsen, grüß dich. Abschleppdienst, dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Habt ihr noch andere Stellen, wo man Sounds einbauen kann? Tom Steglitz, ich weiß nicht, wie lange du im LS nicht dabei warst, aber es gab noch mal zum Beispiel einen Ladewagen, der hatte dann so an den Dosierweizen Sounds eingebaut. Auch eine coole Sache. Aber ich selber habe jetzt nur diese Suspension-Sounds noch eingebaut, ne? Als zusätzliche Innenraum-Sound. Druckluft-Sounds gibt es ja von Peter. Stimmt, Druckluft-Sounds sind noch eingekommen. Reifen-Sounds. Ein Reifen-Soundscript, richtig. Matze sagt, ein schöner 1455er-Sound wäre nochmal was. Ja, ja, ja. Habe ich auch schon öfter gehört. Oder der Chef ist da. Chef? Schätze ich mal. Hallo. Abend. Ja. Oh. Das klingt nach guter Laune.
Moin. 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 Kommst du zum Hof aufräumen vorbei? Ich glaub's ja wohl selber nicht, oder? Ah, Silo fahren, Ballen stapeln, Hof aufräumen, nee, danke. Ist dem so? Oh. Na? Oh. Du musst ja mal einen kalten Booster nehmen. Einen kalten Booster? Oh, geil. Alter. Ey, ist noch keine 22 Uhr hier. So? Du schiebst hier Sounds rein. Oh. Geil. Das kannst auch nur du so interpretieren. Ach, nee, was? Du, ich habe ja schon wieder bei 2 Wochen Urlaub, deswegen ist das alles hier so tribalistisch. Na, sehr gut, du. Ja. Und wie geht's dir sonst so? Gut. Gut. Wie war der Arbeitstag? Beschissen. Ja. Noch weitere Fragen in dieser Hinsicht, oder? Nö. Nö. Ist glaube ich alles gesagt, ne? Hauptsache die Autofahrt hat Spaß gemacht, hin und zurück. Hast du gesehen, was ich heute Abend gegessen habe? Nur gelesen. Ja, wieso? Musst du mal auf dein Handy gucken, da habe ich dir ein Bild geschickt und so. Ehrlich? Darf die Kamera das sehen? Ich glaube ja nicht. Alter! Alleine der fette Mayo-Haufen, ne? Und dann aber noch die Anzahl der Würstchen, das ist schon amtlich. Geil. Kann ich das jetzt nicht einmal? Ach ja, Jungs. Urlaub bist du Urlaub machen sogar tatsächlich. Boy Chat erstmal, ne? Ja, genau. Das geht ja gar nicht hier rein. Wieso da denn nicht? Für welches Voll, DLC brauche ich denn alles? Destilliert, das ist doch. Was meinst du denn jetzt? Für die Rade? Ja. Grimme. Querneland. Anderson, ich glaube, wir haben alle. Also, alle, die du hast. Wieso geht da denn nicht hier? Fritz, Armin, ich kann hier das GPS-Deliert aus dem kleinen Bots-Anhänger da nicht reinkippen. Muss doch gehen. Gibt's sogar das schon hier? Von außen, versuchen wir von außen. Außen lang fahren. Ach, außen? Das haben wir schon mal gemacht. Hinten. Also irgendwie haben wir das auch schon mal rausgekriegt. Da war das schon mal voll. Ziemlich sicher sogar. Get them? So, Anderson habe ich, Querneland, Klaas, was brauche ich noch? Alpine, ne? Und das Grimme. Alpine haben wir auch drauf? Ja, einfach mal runterladen, ne? Ich habe ja hier alle Keys wieder. Hast du mit... 2, 4, 6, 8... Mit die Jungs geredet? 26 Stück. Stisse sagt Moin, Chris. Farming Dude sagt Moin. Primus, moin, ja, Jonas, moin. Alle, neue verrückte Hüders. Guckt ihr echt den beiden Jugas zu? Ich glaube da nicht. Glaube ich auch nicht. Precision Pharma, ja, wir haben jetzt von Manolo auf 1 Liter gestellt die Sekunde. Also wir wollen das halt einfach generell ein bisschen langsamer haben. 1,5 könnte man vielleicht auch nochmal testen, aber... Oh, hier nochmal die Runde vorbei, da komme ich nicht vorbei. So, während ich 35.000 Liter jetzt in die Anlage gekippt habe, sind schon 4.500 Liter verbrannt worden.
Innerhalb von ein paar Minuten, ne? Oh, hier, Drehschemel rückwärts fahren. Wie in der Realität bei mir, oder? Gar nicht so einfach. Da sag ich mal nichts zu. Nee. Aber Mühe gegeben hat er sich. Und auch nicht ganz so schnell gefahren, nee, wie davor. Haben wir das eigentlich auf Video aufgenommen? Weiß nee. Ich gar nicht. Haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, zum Glück. Da ist nichts mit angekommen. Ah, das war Spaß pur. Ich muss da nochmal mit jemandem quatschen, weil wir gerne nochmal im Juli, wenn wir nicht die 2 Wochen Urlaub haben, nochmal ein paar Tage wohin fahren wollen. Wohin? Ja, so Richtung. Ja, wir quatschen da nochmal. Nordsee. Musst du mal den Zeitraum, gib mir den mal durch. Schick mir den mal per WhatsApp oder was weiß ich. Oder Discord. Hast du jetzt sofort. Habe ich rausgeschickt, Armin? Jo. Was ist denn jetzt los? Ich wollte mich. Ein Zeitraum. Vielleicht sehen wir uns ja, Chris. Nein, das kommt sogar hin. Das kommt hin, echt? Ja, das kommt sogar hin. Ja. Nein, wirklich? Ah, das wäre ja schön. Wieso bist ja. du eventuell auch in der Zeit da? Ich weiß ja nicht, welche Zeit du da geschickt hast, aber da wollte ich die Zeit, die wäre herrlich. Oh, Precision Pharma sagt. Dass wir zufällig hier sind. Das konnte ja keiner ahnen. Finde ich auch nicht so gut. Oh, Schiebdreck. Das geht so, ärgerlich. Nico, moin. Du noch mal voll machen? Ja, ich muss gerade mal eben den Futtermischer wegziehen, hier mit dem 500er. Aber du kannst den Merlo haben, gerade. Aber ich mach's dir sonst auch gleich. Hier. Russische Farmer sagt übrigens Moin an den Großmeister und damit meint er dich, Chris. Nein. Ja, ja. Also wen denn sonst? Bist so viel. So viel Bodenständigkeit habe ich beibehalten, dass ich weiß, dass er dich meint. Ich auch. Das ist gut. Wenn ihr alle wisst. Ich kann nicht mal streamen. Ich habe das alles noch gar nicht wieder eingestellt. Ja, du hast dir ja selber eine Aufgabe gegeben. Warum würde ich hier nicht dran erinnern, ne? David, grüß dich. Hau rein, meine ich. Ach so, ja, ja. Nein, LS22 vor Release kann ich nicht zeigen. Kannst du das? Was, ich? Ja. Nein. War die Frage, ob ich das werde, und ich sage nein, ich kann nicht. Ich war annähernd. Nee. Ich war 2. Nee. Gar nichts. So, das haben wir schon mal alles. So, dann wollen wir mal hier gucken, ob ich hier abladen kann. Wie hießen überhaupt hier? Ich muss ich denn darauf? Zu bekommen. Könnt ihr die Adresse mal liegen? 4,7 GB, seid ihr bescheuert?
Wir sind gar nicht so viel. Seit wann war denn dein letztes Update? Vielleicht passt das ja noch. Du weißt doch, als würde ich jeweils das raus. Sag mal, wer hat eigentlich diese geile Mic gebaut? Herrlich, ne? Ich habe keine Giants Hackordnung, nein. Also, da habe ich nicht meinen kleinen Fingernagel in der Tür. Ja, aber die Ohren hat er schon da drin. Die Ohren, ja. Schnell genug ist auch. Was machst du da eigentlich? Ich wollte hier das Zeug hier wieder drin loswerden, aber das geht nicht. Kannst du den nicht zur Seite? Ich kann jetzt irgendwie mit 700 auf dem Feld ackern. Ja, aber es wird nicht angenommen. Und das Kuhstall-Menü sagt ja, GPS isoliert ist noch genug da. Also es würde eigentlich noch was reinpassen. Oder es zählt als Gras frisch, aber bei mir steht ja hier unten GPS isoliert ist da drauf. Lohnt sich das ja gar nicht mehr zu kommen, wa? Wieso? Ja, nichts. Wir haben die ganze Zeit schon nichts zu tun. Wir machen den Winter. Boah, dann stellen wir den hier wieder hin. Erster Tag im Winter, ne? Ja, aber nicht mehr lang. Zweiter Tag? Sechs. Ach du Scheiße. Ja. Ja, aber die nächsten sind nur noch Tiere eben ein bisschen machen, ein bisschen BGA eben ein bisschen machen. Oh, guck mal da vor, dem kenne ich da, das Gerät da. Eben ein bisschen. Die Reifen dran. Jo. Jo. Haben wir vorhin auch schon gesagt, ich habe, als ich den Merlot gefahren bin, dass der da auch mit dem Joystick per Klick hin und her fahren kann, ne? Wie du auch sagtest beim Kramer. Wie geht denn der an? Mit dem denn? Guck mal, da kannst du auch schön hier. Guck mal, den kann ich schieben, wenn ich den hier gegenlaufe, dann kann ich wegtreten. Guck an. Ja, das sind die Realspieler hier. Ich hab nix, wir haben keine Supermacht hier an oder sowas. Das ist die Supermacht, deine Setcam ist auf. Oh nein. Ja, ich hab das Kabel rausgenommen. Oh, warte mal. War ich wieder da? Muss er nur in den Keller, um das Kabel wieder reinzumachen? Muss sie den Hamster wieder zum Laufen bringen, damit da der Strom für die Kamera funktioniert. Kann man ja fast eher ballern gehen, wa? Mhm. Das tut weh, richtig. Dennis, moin. Boah, die haben es. Endlich gibt's die Ballengabel für die Großpacken, wenn man sie gemacht hat. Geil. Die Quadratballengabel da, ne? Ja, endlich. Ja, die ist geil. Boah, ja. Damit lässt sich das richtig gut arbeiten. Also damals schon selbst besser. Oh, wie kannst du die gemacht? Oh, das geht. Was da? Oh, oh. Straubmann. Ja, Precision Fa. Boah. Wir haben Sliden. Das kann ja auch nur unprofessionell aussehen bei uns. Was denn? Straubmann. Holz. Nee, hab ich gerade nicht vor Augen. Welcher ist denn das? Mordrad. Streuer. Schick. Von Radar? Beide Seiten. Mhm. Ein handiges Ding, ne? Achso, jetzt auch Klage, okay. Precision Farming, welche Ballengabel meinst du, von welchem Hersteller? Es gibt nur eine für den Tanko D80.
Aus dem Mod Hub ist das sie auf der ersten Seite jetzt gerade, ne? Wir brauchen den Kerner X-Cut auf jeden Fall hier drauf, wenn wir im Frühjahr den Ölrettich da einmal runtermessern und dann unterflügen sollen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Fahr den X-Cut, ihr könnt plögen bei dem Boot. Oh, da wird geplögt. Der geilste Mittelklasse-Streuer ist der Harve. Habt ihr den schon mal getestet? Fragt Christian Farmer. Harve? Von Harve? Warte, über den Shootemaker. Der Shootemaker mit Streuer? Nee, was fahrt ihr da? Achso, ja, das ist der Siva. 180 oder 165? Die 780. Die Lage. Ja, das ist die Lage-Farbe. In die BGA rüber. Ah, okay. Das ist eine schöne Mulde, geil. Weißt du, fängst du mit Nüsse an, kannst du nicht aufhören. Nüsse? So Studentenfutter? Nüsse sind oder? Gesünder, wenn man sie... Ohne. Wenn man sie was? Nüsse sind gesünder, wenn man sie lutscht. Und gar nicht isst, oder was? Nur lutschen. Ja, das Bier ist auch besser, ist gesünder, wenn man es so anguckt. Was hältst du eigentlich von alkoholfreiem Bier? Bin ich nicht verkehrt. Also, Fuzzi? Abstand. Ja, so. Fang keinen Streit jetzt an, ne? Fuzzi, da. Hat eine richtig schicke Plane, sagt der Plane hier. Precision Farmer, der Havel Mischsteuer. Oh! Habt ihr eigentlich schon gesehen? Der Providenz Discord. Ja. Eben haben wir eigentlich auch schon gesagt, der wächst. Das ist schön. Das ist doch mal sie oder du. Oh! Ich würde da jetzt rigoros alles per Du machen. Natürlich. Das wächst jetzt. Du wächst jetzt rosat in die Höhe hier, oder? Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen, so dicke sind wir, du. So, wollen wir mal gucken, ob ich gleich mal Join kann bei euch da, oder? Ja. Fahr ich auch noch ein bisschen mit Silage im Wächter, oder? Ja, Inge hat auch gerade ein Bett noch frisch bezogen. Also kannst dich dann auch erstmal gleich ausruhen hier und einen ganz frischen Tag reinstarten. So, eine Gorgel nur. Eine noch, jo. Ich weiß gar nicht mehr, wie die funktioniert hier mit dem Träger vor Ort und so. Weißt du, wie ich meine? Ja, kriegen wir gleich mal. Wie das aussieht, ja. Erstmal Käfer. Hallo, geht bei mir jetzt gar nichts mehr. Für morgen weißt du das Programm hier in Rade, ne? Wir sind eingeladen von Fiete aus, dass wir fahren in den Wald. Sie sollen Holz machen. Ja, ich brauche Arbeit, mein Freund. Ich arbeite. Na, hier in Rade. Ja, ihr könnt in Rade arbeiten, aber ich muss in Real arbeiten. Wann arbeitest du bei Real? Real macht dicht, ne? In Real. In Real, innen drin, so. Naja, ist mir klar, dass du nicht draußen stehst. Ne? Du bist auch viel. Also, ist immer alles dabei. Ja, du meinst wohl, du willst mich hier für doof halten, wa? Ich würde dich niemals für doof halten, Abi. Na, hör mal, du. Hör mal. Sonst geht er gleich ein, was an die Riechstüten wie Jung. Weißt du was? So, sag mal Passwort für dem Spiel. Ah, gibt's nicht. Gibt's auch kein Passwort für. Heißt das eigentlich immer noch nach meinem Spielstand? Na, sicher, da. Ja. Ich glaub's nicht. Details, was ist denn da jetzt? Was fehlt mir denn da? Grimmelpack. Alter. Musst du noch aktualisieren? Nee, muss ich runterladen. So. Aber ich habe ja alles an Keys.
war kein Problem hier. Update, Download Portal. Welches nehme ich denn von meinen 18.000 Keys? Habe ich das irgendwann geschenkt? Ja, dir, ne? Irgendeins. Kartoffeln oder Alpin? Ich glaube, mir hattest du Alpin und Kartoffeln hatte ich. Dir ganz schön viel geschenkt, ne? Nein. Viel zu viel. Hä? Viel zu viel. Du hast mir deine Freundschaft geschenkt. Oh! Nicht so spät am Abend, Chris, dann weiß ich, werde ich ganz wuschig. Armin ist direkt schon auf Toilette gegangen. Ja, ich halte mich da mal einen Moment raus, ne, bei den Liebeserklärungen hier. Nur einen Moment. Ja, aber sie sind so ein bisschen emotional geworden. So, Armin, wie sieht's bei dir aus? Ach, du bist am gut. Abkippen, ne? Ich lasse die Zeit. Gut, dann lass die Zeit jetzt nochmal eben ein bisschen laufen. Hier sieht eigentlich auch ganz gut aus. So, meine Freunde der Landwirtschaft, willkommen bei Bumming Simulator 2019 auch. Heute werden wir ein bisschen. Achso, ich habe den Stream gerade gehabt. Ey, das ist aber eine Anmoderation doch. Ja, kann man nicht. Ich glaube, ich habe auch wieder Bock. Also. Ich glaube, das klingt nach einer Bewerbung. Bewerbung? Wofür? Moderierende Tätigkeiten. So aus dem ja, Off. Genau. Eindeutig. Eindeutig. Willst du mich? Nein, nein. Loswerden, oder was? Nur. Eindeutig. So, meine lieben Freunde. Ich habe aber schon irgendwie Bock zu. Mal so eine Moderation zu machen, irgendwie so, so, weißt du, so ein bisschen mit Charme und Witz und, ne? So ein bisschen Lance verarschen. Scheiße. Leute, gibt's irgendwie sowas, was man mal machen kann? Hier, Chat. Einzelchat. Einzelchat. Das klingt ja wirklich so, wie, als würde das gut hinhauen. Machst ja sonst auch schon ganz gut. Was? Mich verarschen, wenn ich an die eine Spielsession nur einmal, wo wir das, war das sogar das erste Mal, dass wir zusammen gespielt haben und gleich war hier Fronthydraulik nicht hoch. Oh, was machst du denn, Mensch, Junge, bist du aufgeregt? Tim? Wieso heißt der denn? Achso, Tim Johnson. Das ist Tim Johnson. Dein Name ist jetzt Tim J. Echt? Tim J betritt den Server. Oh, oh, wer kommt denn da? Jeppe, Tim Johnson? Krass. Und dann, dann steigt auch Werner direkt mit ein und sagt, Lenz verarschen mache ich auch immer. Ja, er schreit auch manchmal ein bisschen danach, ne, Werner? Also, gerade Lenz, er guckt immer so scheinheilig und so. Aber privat wird das dann nochmal ausdiskutiert, ne? Aber das ist dann immer ganz hart, dann zieht er dir auf, wirft dir auf einmal was vor. Was für eine Position, die SCC war, die Landwirtschaft gelaufen worden. Ach, Xanathon hat ein Abo bekommen hier. Ach du Scheiße. Er will's auch so. Hier funktioniert ja nichts mehr. Wieso? Gar nichts mehr funktioniert. Was machst du denn da? Ich muss warten. Oh, und die Anlage ist schon wieder auf Null. Die Anlage? Ich habe gerade volle Dröhnung auf dem Ohr. Werner hat hier 10 Abonnenten rein. Ja. Zwangsabo gemacht, ja. Krass, 25 heute schon. Werner gibt Gas, Alter. Aber richtig. Was? Werner los. Ich weiß es auch nicht. Seitdem du da bist, glaube ich. Das ist Werner himself. Das musst du dir mal reinziehen. Das machst du, die BGA voll, dann hol ich nochmal eine Ladung. Sag ich ja. Also ich kann gar nichts hier überhaupt machen, weil irgendwie spinnt meine ganze Tastenbelegung. Bist du denn auch? Wo bist du denn? Für mich ganz kurz, das ist mir echt. Ist Werner, das Ende des Monats, das Geld wird nicht besser. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Alter. Nochmal für 10 Gifted Subs hier. Und liebe Leute,
viel Spaß mit den Abos. Ihr habt da jetzt, ja, nicht endlich viele, endlos viele, aber so ein paar Emotes habt ihr dadurch jetzt freigeschaltet bekommen. Ihr habt keine Werbung mehr auf dem Kanal. Ich wünsche euch damit viel Spaß und Dankeschön, Werner, dafür und ja, auf noch ein paar nette Minuten hoffentlich miteinander, ne? Mann, 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 Wahnsinn. Wollen wir nicht lieber schlafen gehen jetzt? Ja. Jo. Es ist wieder nach 8, 9. Ende des Monats? Geht für dich besser, ey. So. Ja. Crazy, oder? Nee, aber das ist ja richtig, es ist ja gut bei dir. Also, ich finde das schon okay. So, 12 Stunden Schlaf ist angekündigt. Wer jetzt mit ins Bett einsteigen möchte, drücke bitte Ja. Und kreuzen, wollt ihr mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Hm. Keiner will. Ist ja interessant, ne? World of Warcraft. Das interessiert mich gar nicht. Call of Duty, Black Ops Cold War. Hä? Wo bist du denn jetzt? 30% weniger. 30 Cent. 30% weniger. Jetzt willst du mich hier gerade aus Rade abholen, oder? Ich habe gerade mehr gekriegt. Ach so. Anstatt 60 Euro 35,99. Würdet ihr meine 40 sogar. Meine Schlaf 40% weniger. Meine Schlafanfrage noch bearbeiten? Oh. Ich doch schon. Ich auch. Was soll ich das noch machen? Ich weiß gar nicht, was du hast. Habt ihr schon? Doch. Nee. Ja. Nein. Also ich liege im Bett. Ist auch auf dem richtigen. Auf dem richtigen Server drauf. Auf Verbindung wird hergestellt, Leute. Das ist schon wieder. Ist. Was? Ah, was? Bist du jetzt runtergeflogen? Hier Overwatch? War das nicht das, was wir schon angeguckt haben? Steam Summer Sale, sagt Stefan, ist das. Was? Steam Summer Sale ist das. Was? Ja, das sind die Angebote, oder nicht? Eine Blizzard Summer Sale. Ach so. Und da kostet, wie gesagt, das kostet, die haben 30%. So muss. Und Modern Warfare sogar 50%. Was bedeutet das summa summarum? 50% bedeutet von anstatt 60, 30 Euro bei Modern Warfare. Und bei Black Ops Cold War, das ist ja glaube ich die neuere Version, da zahlt man anstatt 60 Euro 36 Euro. Und warum können wir hier jetzt eigentlich nicht schlafen? Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Also ich könnte, wenn ihr denn wolltet. Ich frage die ganze Zeit, aber hier kann keiner annehmen, ja, oder? Doch, so. Hab ich auch. Jetzt. Was soll ich denn das noch machen? Meine Bis 12 Uhr oder 12 Stunden? Ja, gut. Ist soweit. Alter, fuhr da gerade ein Auto über den Hof? Auto? Oh. Was? Das nee. Geht jetzt oder geht jetzt oder geht jetzt? Also ich muss meine Input-Bindings neu machen. Schneeräumkommando, Julius war noch nicht unterwegs hier in Rade. Ich weiß auch gar nicht, ob wir ehrlich gesagt die Technik dafür da hätten. Ich lasse mich auf jeden Fall schon mal beladen drüben. Ja. Aber wir haben Technik dafür nicht hier drauf. Nicht. Die Gemeinde macht das nicht hier. Wieso machst du das denn jetzt nicht? Warum machst du das nicht in-game? Ach, Lancy. Was denn? Wo ist denn hier ein Puma gestartet? Irgendwo ist der Puma hier. Ich brauche so ein USB. Mit diesen scheiß USB-Hubs, das funktioniert nicht. Ich habe zu wenig USB-Anschlüsse an meinem Ding. Ich brauche eine USB-Karte da. Wieso? Ich habe auch die Hubs da dran. Ja, aber welches Hub? Ich habe einen Hub mit 8 Stück dran, das kriegt mein PC nicht gebacken. Ich habe 2x4 oder 2x5. Ich habe auch 2x4. Ich habe 2x4 und einmal mittlerweile noch ein 5er oder 6er oder sowas habe ich da nochmal rangesetzt. Wegen den Streaming Lights. Dass ich da ein bisschen mehr Licht habe.
Und man muss halt nur gucken, welche unbedingt am PC sein müssen und welche auch über die Hubs laufen. Also das Stream Deck sollte am besten am PC selber sein. Ja, das Lenkrad und so habe ich auch direkt am PC dran. Lenkrad kannst du auch an die Hubs dran machen. Ja, da wird es aber von Jeff immer nicht erkannt. Echt? Dann hol dir mal dieses alte Logitech Gaming Profiler. Ja. So, bei mir läuft das. Friedrich S. Moinsen. Thorsten, moin. Sonntag läuft erste Impfung bei BioNTech. Da wünsche ich dir aber, dass du die vor allem die zweite gut durchstehst. Da hatte ich. Die erste läuft eigentlich entspannt. Kommst du jetzt rüber? Ja. Gut. Bereite ich schon mal vor hier. Was haben wir denn hier noch hinten drin? Oh, Fail ist er da auch nicht mehr. Was denn? Was sagst du denn, ist Modern Warfare oder Black Ops? Hast du beide? Black Ops ist ja die. Nee, ich habe bisher habe ich nur Black Ops. Und lohnt sich das oder also dass wir da auch mal zusammen sind? Waffenlevel in jedem Fall. Also für mich interessiert ja nur, dass wir zusammenspielen können, ne? Mich ja, da können wir aber ganz cool hier Zombies zusammenspielen. Jo, mega. Black Ops. Zu gut, ja, kannst du gut leveln und da die Black Ops machen. Und es kann man sich schön abreagieren. Gut. Endlich mal die Sau rauslassen, so ein bisschen, ne? So ist es. Ja. Ohne nicht gleich zu sterben. Und. Oh, da kommt ich hab schon mal 1,5 Stunden durchgespielt. Nur Zombies. 1,5 Stunden durchgängig. Ja. Ja. Und da hab ich eine Waffe komplett hochgelevelt. Von 0 auf, naja, ich sag mal auf 40. Kick an. Jetzt heißt er auch gerade wieder einen richtigen Namen hier. Eine Maschine. Fahr mal den Ladewagen in den Stall da hinten rein, da. Das können die frisch bekommen. Wie fährt er denn jetzt nicht hier? Ich habe gerade nochmal die Bremse reingezogen. Heiko. Oh, jetzt zieht die Handbremse. Ich mach das nicht. Kriegst du auch, ich habe auch eine Handbremse gezogen. Ich bin richtig stolz. Geil, ich kann jetzt mit dem Joystick lenken. Mit dem Joystick lenken, geil. Ja. Richtig modern. Ich gehe da mal lieber weg, das sieht wild aus. Oh Lenz, du bist fährst aber auch sehr weit rüber, du. Das ist immer sehr knapp. War knapp? Aber ist noch drin. Ja. Ich fahre gerade Radlader. Du sollst die BGA voll machen, du Knaller. Was für einen Ton sprechen Sie denn hier mit mir weg? Was kurfst du denn hier rum, du? Jetzt ernsthaft, machst du es nicht, dann gehe ich rüber und Gewicht hoch, bitte. Du kannst, Armin, du kannst dir sonst auch den Radlader von der Hage holen, ne? Dann kannst du dir auch die JCB-Silo-Gabel, die ich hier hab, holen. Ach so. Und dann geht er ein bisschen schneller. Ja, dann muss ich mir aber erstmal den da einstellen, ne? Das war sowieso meine Idee, Armin, ob wir da vielleicht bei, also für Fiete da nochmal nachjustieren. Von der Technik her, einfach weil du, wie du sagtest, da muss ein bisschen mehr Stoff hinter sein, ne? Schade um den 714er, den. Ja, nun, der wird ja auch noch andere Aufgaben finden für den, oder? Ja, soll ich mir den Turion holen, oder? Ja, der. Erstmal ausleihen von der Hage und gucken, ob sich der gut macht davor. Und dann könnten wir vielleicht mal gucken nach Alternativtechnik. So, vielleicht nicht auch lieber einen Telelader? Ja. Ob so eine größere Schaufel, ne? Ja, genau.
Ja, Simon hatte da auch nochmal diesen JCB da reingeschickt. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Bei uns auf dem Akkadit-Discord. Hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Okay. Stell dir vor, so wie der Merlot, knallorange. Und da steht JCB drauf. So ungefähr. Also hier ist aber noch drin, hier ist noch Dünger drin. Achso, die Schaufel lasse ich denn ja hier, ne? Ja, sonst kannst du ja auch mit der Schaufel fahren, aber ich glaube, die ist zu schwer für Silage. Ja, da waren auch irgendwie 8 Tonnen oder sowas drin, ne? Gut, Cam ist tot. Wie geht die Setup aus? Setup Cam aus, so. De Boer auf twitch.tv/DEEBUUR. Und ich glaube, bist du online, Chris? Ja, da findest du den. Was mache ich jetzt mit dem Dünger an der Schaufel? Wie werde ich den los? Kriegst du den da hingekippt? Nee, kein Zugang zu dem Land. Ja, ist ja gekippt. Zurücksetzen, ne? Ja, oder zurücksetzen, ja. Oder ich muss einfach den Hof wechseln. Ach nee, das geht ja auch gar nicht. Nee, aber es ist quasi gekauft von einem unserer Höfe, entweder von Fiete oder von uns. Und dann könntest du es eigentlich mitbringen und bei uns in der Halle einfach reinkippen. Das müsste dann gehen. Ja. Achso, Jason, nee, dann ist er nicht live. Ja, der gehört schon zu Fiete. So. Morgen Vormittag ist Chris wieder live. Was? Arbeiten. Ich wollte mich schon anmelden. Auch Zeit. Ja. Ob der Sound vom 600er Favo zum Download kommt, ist geplant, aber ich habe jetzt nächste Woche komme ich eventuell nochmal dazu, bei einem Bekannten hier bei der Heuernte vorbeizukommen. Dann würde ich das natürlich nochmal damit verbinden, die Soundaufnahmen nochmal zu vervollständigen. Und dann soll der natürlich gerne zum Download kommen, klar. Wo ist denn das Zeug hingekippt hier? Zur Begabe füllen. In der grünen Halle. Also gegenüber der Garage. In der grünen Halle. Du musst jetzt jedes Mal reinfahren und wieder rausfahren? Ja, jetzt wo Schnee liegt. Sonst kippen wir das da vor die Kuhscheune. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du da, wo die Kuhscheune ist? Weißt du das? Was ist jetzt, Chris, warst du mit dem Fendt-Eimer im Stall? Ja. Nee, wieso? Nee. Nee, okay. Mach ich da gleich nochmal durch mit. Armin, ich bring dir den Puma zurück. Ja. Echt, Mirko? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass Peter auch nochmal ein Update eigentlich geplant hatte, aber ich weiß auch nicht, ob er damit fertig geworden ist, weil er auch so viele andere Sachen noch zu tun hatte. Weil ich werde gleich nochmal kurz in Piefen gehen und dann werde ich einfach versuchen, mal den Stream anzumachen. Was haltet ihr davon? Geile Idee von dir. Also das muss man dir lassen. Armin. Oh, Entschuldigung. Ja, ehrlich. In welche Halle nochmal, Armin? Gott, ist das... Gut, dass der Stream noch nicht läuft. Armin, du fährst mich kaputt. Nein, würde ich nicht machen.
Wie lange habt ihr denn Tiet heute? Was habt ihr da vor? Jetzt musst du morgen raus? Ja, Lenz. Ja. Ich arbeite nicht wie andere. Was denn? Ich bin im Urlaub. Ich weiß nicht, was er hat. Ich bin nicht im Urlaub und arbeite auch manchmal. Ja, genau. Halt nur nicht regelmäßig, aber da kann ich ja nichts dafür. Das ist ja nicht mitunter weniger schwer, oder was? So, hier rein also, ja? Wo er jetzt gerade rausgeholt hat. Wo er ihn gerade raus... Ich glaube, Armin, wenn du in der Mitte, also innen längs fahren kannst, links oder so. Weil ich habe einen größeren Wendel. Fahren wir eigentlich alles rüber? Ja, aus dem Silo ja. Also darf gerne alles rüber gefahren werden. Dann haben wir nämlich da wieder was frei, dann können wir, wobei das auch noch Zeit hat, ne? Wegen Maisernte. Hey, warte mal. Weißt du, ich stehe hier und warte, ne? Ja, Leute, wir haben keine Zeit hier. Das ist richtig. Also, ich bitte euch. Zur Tüdelkramburg für ihr die. Der Boss ist da. Hohoho, das ist eine Ansage. Wir haben gearbeitet hier. Ich mach jetzt mal so einen auf verrückt Ares-Fahrer. Einmal auf Vollgas geben hier. Ja, ein bisschen realistic Gameplay. Ich hab mir vorhin hier Schnacki wieder angeguckt, ne? Ja, welches denn? Ja, das Neueste. Ich guck alle. Ich freue mich, geil, eine Stunde ab auf die Terrasse. Geil. Aber die Wachzeit habe ich mir nicht angeguckt. Die von Tommy? So, ich bin sofort wieder da, ja? Ja, aber auch wirklich, ne? Was? Aber auch wirklich. Ja, ja, ich bleib hier. Kannst du sehen. Na dann, bis gleich. Ey, Euda, Mazda, moin, grüß dich. Sag mal, Eichkatze Schwaff. So? So, aber dann lassen wir die Zeit trotzdem ein bisschen schneller laufen, ne? Ja. Dass wir hier den Tag auch dann schaffen, dass wir ein bisschen vorankommen. Das ist die richtige Größe jetzt hier. Ja, wird auch nicht zu schwer vorne? Nö, das geht ganz gut. Also 4,5 Tonnen. Ja. Er wird zum Essreicher. Bauer Markus, er sagt Lenz, Armin, Chris, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Man sieht sich. Dankeschön, dir auch. Reinhauen, munter. Euch ganz schworf. Was heißt das denn? Man muss ja nur übersetzt wissen. Wie findet ihr die Pfälzer Agrarvideos? Pfälzer Agrarvideos finde ich auch richtig gut. Kenne ich auch noch von früher mit ihrem 514er C um Güllefass. Da war ich absolut verknallt in diesen Sound vom 514er. Und mittlerweile haben die ihre Videos ein bisschen professionalisiert. Aber ich habe ehrlich gesagt letztes Jahr wenig reingeguckt. Sehr wenig. Nur so am Rand mitbekommen. BD Gaming, moinsen und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Agerlüt. Eichhörnchenschwanz. Eichkätzchenschwanz. Orchkätzeschwurf. Eichhörnchenschwanz. Orchkätzeschwurf.
Micha Moinsen. Armin, kannst du das auch einmal sagen? Moinsen. Nee, das andere. Micha? Fritteusenfritz, moin. Nein, das Eichenkanz, Eichenschwanz, Katzen. Ich muss mit dem Knöchchen geht das hier so rein. Kriegst du das auch in Ostdeutschen? Ich muss mich ja hier auch wirklich hart konzentrieren. Ich bin ja Maschinenführer, verstehst du? Stand so in der Gebrauchsbeschreibung. Ja. So ist es. Stellenbeschreibung. Stellenbeschreibung, Sicherheitsmaßnahmen, nicht. So ist es. Telemedien heißt es jetzt übrigens. Also ganz offiziell. Telemedien und Telegeräte dürfen wir nicht bei der Fahrt in der Hand haben. Ansonsten STVGO. STVO, ne? STVO, so. Ja. Weil was soll das G da drin? Das G steht für Gönnen. So ist es so nämlich. Nicht wo? Ne wo? Ne wo? Ne wo? Mal gespannt, wann der erste Fan One im LS kommt. Ja, richtig. Da freuen wir uns insgeheim schon ganz Giants, hört ihr zu? Ganz doll im LS22 drauf. So, Leute. Hört ihr mich? Hier gibt es hier gar nichts, Alter. Im Streaming-Geschäft? So, Chat, ihr hört mich schon mal. So, jetzt nimmt meine Game nimmt nicht mein Spiel auf. Ach, du hast ja gerade alles neu gemacht, ne? Das ist es. Farming ja, gut. Muck out, spielen wir weiter. Moin. Ja, kein Bild, Boss, hier kommt sofort. Pfälzer Beste, ich feiere die so. Grimmerhof, Pfälzer sind meine Lieblingshöhler, Landwirtschaftliche. Haben wir auch nur eine halbe Stunde entfernt. Ja, siehst du. Siehst du wohl. Mazda, nein, ich bin früher kein Moped gefahren, aber ich bin am Wochenende bin ich Moped gefahren. Schöne Simson. Sah gar nicht schlecht aus. Also, wenn ich mich so auf dem Foto sehe, da sehe ich mich. Auf so einem Tag. War geil, ne? Aber wie gesagt, da sehe ich auch nicht lange, sehe ich meine Gesundheit da drauf. Der Gesundheitsbalken, so der Risikobalken, der ist dann auf jeden Fall ganz groß im roten Bereich. Ich glaube, das ist nicht gut. Julius 27, findest du das nicht so geil? Band One. Also von Precision Pharma hier aus dem Chat habe ich gehört, dass der Joystick vielleicht umstritten sei, aber ansonsten sehr geil sei. Und er findet den Joystick auch gut. Boah, weiß ich gar nicht, wie viel Kubik die hatte. 800 kann das sein? Wie viel? 800 kann das sein? Die Moped, die ich da gefahren bin? Ja. Nee. Ist das zu viel? Das ist zu viel. S51, Simson, keine Ahnung, Elektronik. S51 steht da dick auf der Seite. S51? Ja. 51, sagt er. Ja, Manolo. Manolo hat auch so viel Ahnung. Boah, alter Mazza. Ey, sowas. Nee, ne? Ich hab's geschafft, mein Headtracking jetzt leer. Echt? Mhm. Ja, ich hatte es vergessen, ich habe mal wieder vergessen auszumachen. Okay. Also ich mache es grundsätzlich so, dass ich auch gleich anschließe. Ja, das muss ich mir noch
noch einen trainieren. So, ich hoffe, es ist jetzt angeschlossen. Also füllen geht aber nicht so geil mit der Schaufel hier. Füllt die sich nicht so gut? Den Trick habe ich noch nicht ganz raus. Ja, das ist ja, ja, das glaubt man, das getriggert eigentlich. Auffüllen, Auffüllzone. Vielleicht musst du da auch diese Recipe nehmen, die wir haben. Ja. Ah, jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich ihn. Wie läuft die Ideal? Ideal. Ideal, du. Ed, hört ihr mich noch? Hallo? Hallo? Hörst du mich noch? Ja. Ich hab gerade meinen Computer aus, also hier, ne, auf herunterfahren. Ach so, weil du hier, genau, weil dein Stream ist ausgegangen. Ja, ein schwarzer Bildschirm und vom Server bist du auch untergegangen. Ja, ich bin wieder da, aber ich bin jetzt online. So. Domino Mall. Was ist denn hier los? Oh. Moin, Leute. Ach du grüne Scheiße. Danke für den Raid. Was machst du denn? Hab ich dich geradet? Mensch, Lance, da schiebst du einfach mal 100 Acker drüber. Ehrlich?